am an internet fan. I do not have any proper friends. All my friends are on the internet cyberspace. Hello, Moonsalk. Moonsalk my ass. Listen, and listen good. I'm coming next week, and you know, it doesn't matter, because you probably won't even be there anyway. You'll just be discussing it with your little mates. And a little mate, well, I don't know if he is your mate, Ecky Eckstein. Ecky, you ducked once, and I ducked you in the pool, and Stein drew you. This time, I'm going to duck your head right into the canvas. And any of you little internet friends and little MySpace, oh God. I tell you what, I've picked things from my nose 10 times better. Juice. Ja, das war Wildcat Robbie Brookside. Bei Moontalk? Hast du den erkannt? Natürlich, ich habe ihn sofort erkannt. Ich habe mich nur gewundert, was er hier macht. Robbie Brookside bei Moontalk, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, der hatte eine kleine Ankündigung für Ecky Eckstein. Denn nächste Woche, genauer gesagt, vom 13. bis 15. September, findet ja das EWP-Festival 2007 statt. Natürlich in Hannover, im Hangar Nummer 5. Und ja, da hat er eine kleine Ankündigung. Ja, das ist richtig und ich freue mich schon wahnsinnig auf diese Veranstaltung. Ich kann auch nur jedem Zuhörer hier raten, zwischen dem 13. und 15.09. sich in Hannover aufzuhalten, im Hangar Nummer 5. Es sind wirklich grandiose Wrestler für diesen Event bereits gemeldet worden. Zum Beispiel Rhino aus den USA wird vor Ort sein. Der aktuelle EWP-Schwergewichts-Weltmeister. Ja. Ist das nicht der Hammer? Richtig, ein Mitglied von TNA derzeit, ja, genauso wie Hernandez. Ebenfalls vor Ort. Ja, der war ja auch schon mal dabei. Mehrfacher Tag-Team-Weltmeister. Ja. Der NWA, also wirklich der Hammer. Und auch zum Beispiel Thunder ist dabei, von dem ja Rhino den Gürtel im Dezember 2005 gewonnen hatte. Das kann ja auch gut sein, dass die aneinander geraten werden. Dann natürlich Cannonball Grizzly, der immer gut ankommt. Der eben gehörte Robbie Brookside aus England wird dabei sein. Leon van Gasteren wird dabei sein, der ja auch schon unter anderem eben diesen Robbie Brookside mit Hilfe von Ecky Eckstein besiegt hat. Und er hat auch schon mal Doug Williams besiegt. Ja, also wirklich auf dem aufsteigenden Ast, muss man sagen, der junge Leon. Ja, müssen wir mal gucken, was er sich als nächstes vorgenommen hat. Dann natürlich Lokalmatador Ecky Eckstein. Richtig.
Dann haben wir Joe Legend. Aus Kanada. Ja, also der ist auch endlich wieder dabei. Also man sieht wirklich, die EWP hat keine Kosten und Mühen gescheut, um die Leute aus der ganzen Welt einzufliegen. Dann natürlich Florian Jäger. Ja, der Rookie schlechthin. Also er hat wirklich die letzten Male überzeugt. Und ja, mal gucken, mit wem er es diesmal zu tun bekommt. Ja, vielleicht wird er ja endlich mal erfolgreich sein. Er hat ja bereits Profikämpfe gehabt. Gegen seinen Lehrer Eki Eckstein, wo er die Ringerlizenz erworben hatte. Und richtig. Jetzt gegen Carsten Kretschmer, also zwei absolute Veteranen im Ring. Ich bin mal gespannt, ob er vielleicht an den 3 Tagen seinen ersten Sieg einfahren kann. Ja, also 2 Feuertaufen sozusagen. Und ja, es wäre natürlich auf jeden Fall zu gönnen, dass er auch mal einen Sieg davon trägt. Ja, Julian, du hast es angesprochen. Leon von Gastrin hat bereits Doug Williams besiegt. Und auch Doug Williams wird an den 3 Tagen dabei sein, beziehungsweise richtig. Am Donnerstag und also am wirklich Freitag. Das Who is Who. Kentaro Shiga aus Japan wird dabei sein. Ja, genauso wie Kishin Kawabata. Richtig. Also, es ist ja natürlich immer wunderbar, wenn auch Japaner dabei sind. Nur Hardcore Tag Team Champions sind sie übrigens. Also, es kommt da nicht irgendwer, sondern das ist schon der absolute Hammer. Ja, ist immer schön, wenn man Japaner dabei hat. Also, wo gibt's denn Tickets? Also zum Beispiel auf www.wrestling24.de. Das ist die Seite für EWP überhaupt. Da gibt es zum Beispiel den Shop. Mit vielen DVDs und auch T-Shirts. Die kann man dort auch erwerben, muss man auch mal dazu richtig, sagen. Richtig, also nicht nur den Ticket-Shop, sondern auch andere feine Sachen der EWP. Ja, oder telefonisch unter 0185 99 2000. Ja, kann ich nur empfehlen. Muss man kommen. Und es gibt natürlich auch noch... es gibt auch Kombi-Tickets. Richtig. Zum Beispiel für alle 3 Tage, wer sich also wirklich das komplette Programm geben will, gibt es da von 35 bis 66 Euro, also je nach Kategorie. Und das ist eigentlich wirklich für das, was man da geboten bekommt, am Who is Who der EWP. Das ist schon wirklich beeindruckend. Ja, wer 3 Tage wirklich was erleben will, Wrestling-Action pur, haben möchte, ihr sollt sich vielleicht auch in Hannover die ganzen 3 Tage aufhalten. Auch wenn ihr von weiter weg kommt, es gibt immer die Möglichkeit, günstige Hotelzimmer noch in Hannover zu finden. Ich kann euch also nur empfehlen, auf jeden Fall bei der EWP vorbeizuschauen, wenn es heißt Wrestling Festival 2007. Ja, im Hangar Nummer 5. Also das wird wohl die neue Hochburg, beziehungsweise ist es eigentlich schon der EWP. Ja, um 20 Uhr geht's jeden Abend los. Ab 19 Uhr könnt ihr bereits rein. Ja, und... denke mal, es wird ein schönes Wochenende werden. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir doch einfach mal mit der regulären Ausgabe. Beziehungsweise einen Hinweis könnte man noch geben. Wir haben ja gerade, nachdem Robbie Brookside uns mit seinen Worten erfreut hat, haben wir ja sein Entrance-Theme gehört. Und das ist natürlich von keiner geringeren Band als Anfall. Richtig, die ja auch schon öfters bei einigen Wrestling-Veranstaltungen dabei waren, glaube ich. Richtig. Und die wohl auch, wie ich das gehört und gelesen habe, auch die an wollen, den Wochenende dabei sein. Ja, werden. Die wollen wieder live spielen. Und ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, nicht nur gutes Wrestling zu sehen, sondern auch Anfall mal live zu hören. Ja, wie ich und hörte. Wer daran Gefallen findet, der kann das natürlich auch anschließend auf der Tour dann nochmal so richtig genießen. Richtig, Anfall ist auf Tour. Und zwar am 21. September 2007 bei JUS die Hass-Abschiedstour in Mannheim. Ja, dann am 22. September im Feuerwerk in München. Der 29. September, der Sommerclub in Hannover, ja, ein Heimspiel. Der Sommer ist vorbei, also muss man in den Sommerclub. Das Ganze wird übrigens präsentiert von NTTE TV. Nähere Informationen zu denen auf www.ntte-tv.de. Am 19. Oktober 2007 geht es weiter. AZ Talschock. Talschock, genau. Talschock, Entschuldigung. Die immer noch die Hass-Abschiedstour in Chemnitz, also auch in den neuen Bundesländern, ist Anfall zu Gast. Ja, nach einer kleinen Pause im Oktober, genau, die beiden Termine. Am 20. ist dann der letzte Termin im SO 36 in Berlin. Ja, auch die Hauptstadt wird also von Anfall gerockt. Da bin ich mal gespannt, wie die Tour verlaufen wird. Ich werde mir vielleicht den einen oder anderen Termin anschauen, könnt ihr ja gerne auch machen.
Das heißt ja auch SO, oder? Ist das eine 50? Nein. Nein, ich glaube, das ist SO. Ich glaube, die Berliner werden wissen, wo das ist. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Wenn ihr weitere Informationen haben möchtet zu Anfall, könnt ihr auf www.anfall-punk.de gehen. Das ist die offizielle Band-Webseite. Ja, auch bei MySpace sind sie vertreten. Solltet ihr zum Beispiel einige Songs von ihnen hören möchten, wollen und dann, ja. Aber ich denke auch, dass auf den EWP-Shows möglicherweise nochmal auf die Tour hingewiesen wird. Davon gehe ich aus. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit der regulären Ausgabe. Und das werden wir gleich tun nach unserem gewohnten Intro. Bis gleich. Moontalk Nummer 125 mit dem Tippspiel für No Surrender und einem kleinen Review von Hard Justice. Und an meiner Seite natürlich wie immer der Hurricane Felix des Audio Talks, Chris the Bones. Der Hurricane Felix des Audio Talks? Ja. Wer ist denn der Hurricane Felix? Kennst du den nicht? Nee. Der verwüstet doch zurzeit irgendwo was. Ach, der Hurricane Felix, ja. Der Sturm, ja. Der reine Weltsturm. Sag ich doch, okay. Hurricane. Du hast mir jetzt eigentlich meine ursprüngliche angedachte Eröffnung geklaut. Ich wollte nämlich eigentlich singen. Ja? Ja. Dann sing. He's back, he's back, he's Pac-Man Bonds. Yeah, Pac-Man Bonds. Danke. Das ist doch völlig übergeschnappt. Ich hab einen Ohrwurm seit Tagen von Pac-Man Bonds. Das ist der Hammer. Hammer-Song ist das. Beste Theme-Song des Jahres 2007. Gab's da nicht noch so einen Song von Keen? Den du dir auch zugute geschrieben hast? Oh, Chris the Bones, Chris the Bones. Ja, zum Beispiel. Da, 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 da. Ja, klar. Die haben alle über mich gesungen. Ja. Gut. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, wieder dabei zu sein. Natürlich TNA, mein persönliches Spezialgebiet. Ja, und ich bin jetzt auf dem Weg zu No Surrender sehr zufrieden mit TNA, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das war ich auch zum Weg von Hard Justice, wo wir auch noch gleich zu sprechen kommen. Weil die Impact-Episoden sind ja wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Was die wirklich in 45 Minuten zeigen, finde ich, ist ultra unterhaltsam. Teilweise ein bisschen trashig, teilweise ein bisschen undurchdacht. Dennoch, man kann sich wunderbar zurücklehnen und einfach nur genießen, das, was man sieht. Teilweise sind die Kämpfe auch gut. Ja, ich hoffe jetzt endlich mal. Ja, der Vorbei, der war ja extrem stark. Ja, richtig. Ich hoffe nur endlich mal, dass die Pay-Per-Views das auch endlich wieder zeigen. Es gab ja auch Zeiten, wo zum Beispiel Impact recht schwach war mit irgendwie 5-6 Matches, nur Squash-Matches dabei, wo die Pay-Per-Views dafür stark waren. Ja, mir würde es sehr gefallen, wenn beide stark wären. Und darauf hoffe ich jetzt auch. Ja, hoffen wir mal, dass das möglich ist, dass sie das nicht irgendwie verteilen müssen, sondern einfach alles wunderbar unterhaltsam machen. Was machst du da? Ich suche die Tipps für Hard Justice, die wir getippt haben. Ach so, weil wir müssen ja auf jeden Fall unser Tippspiel noch auswerten, genauso wie über den grandiosen Pay-Per-View reden, der ja im August stattfand, genau gesagt am 12.08.2007. Ja. Wollen wir denn in dieser Ausgabe endlich mal die längste No-Touch-Fehde küren? Könnte man rein theoretisch machen. Machen wir das doch einfach. Jetzt gleich? Nein, wir machen jetzt erstmal Hard Justice. Och, warum? Jetzt würde ich schon gleich No-Touch-Fehde machen. Gut. Dann geh doch mal in den Thread. Welchen Thread? Wo die Vorschläge gemacht wurden. Also ich weiß zumindest, dass vorgeschlagen wurde. Wo sind meine Favoriten schon wieder? Der löscht immer meine Favoriten. Eric Bischoff, Vince McMahon. Das wurde vorgeschlagen. Ja, ist so, ne? Das stimmt. Ja, weil es ja mal bei irgendeinem alten WCW-Pay-Per-View, glaube ich, ein Match geben sollte. Zumindest hat Eric Bischoff hat ihn zumindest herausgefordert. Ja, und dann wurde das, glaube ich, sogar angeläutet. Und dann hat Eric Bischoff entweder durch Countout oder durch Forfeit oder irgendwie gewonnen. Und das kann man ja durchaus als Fädenbeginn verstehen. Und dann sehen sich die beiden einige Jahre später bei Raw wieder. Ja, Vince McMahon macht Eric Bischoff erstmal zum General Manager. Ja. Verstehen sich
wohl scheinbar wunderbar, aber dann später kam es ja noch zu einigen Differenzen und auch zu einer kleinen Auseinandersetzung und letztendlich hat ja auch Vince McMahon Eric Bischoff, sag ich mal, gefeuert. Und ich glaube, das letzte Mal, was man von Eric Bischoff jetzt gesehen hat, okay, er kam, glaube ich, nochmal vor, aber war unter anderem auch, dass er in den Müllcontainer geschmissen wurde und von Vince entsorgt wurde. Nein, er hat doch nochmal sein Buch vorgestellt. Er hat nochmal sein Buch vorgestellt. Ich dachte ja fast das letzte. Also, ja. Ja. Da könnte es sein. Da könnte es sein. Ja, in der neuen Kategorie. Das müsste sein. 121. Ausgabe war es, also jetzt vor 4 Ausgaben, wenn ich mich recht erinnere. Und da, tatsächlich, da wird's vorgeschlagen. John Cena war der letzte Doppelchampion, wird erstmal nochmal gesagt. Nein, war drunter. Da müssen wir uns trotzdem nochmal entschuldigen. Wir hatten ja damals mal überlegt, wer der letzte Doppelchampion war. Und natürlich war es John Cena. Vielen Dank an Super Eric, einen sehr aufmerksamen Moontalk-Hörer. Den möchten wir sowieso, glaube ich, nochmal loben, so allgemein. Ja, den möchte ich sowieso loben, weil er lobt mich immer. Von daher lobe Super ich ihn Super Eric ist wirklich nett, ja. Ja. Hier wird noch vorgeschlagen Triple H gegen Austin. Beziehungsweise, ja, Rikishi. Die, richtig, die Überfahrungsgeschichte mit Austin. Würde ich dann eigentlich auch ganz gerne nehmen und mich dafür entscheiden. Weil, es ja irgendwie, glaube ich, sogar ein Jahr pausierte. Dann ewig aufgebaut wurde. Austin kam zurück, hat alle möglichen Leute verdächtigt und gefragt. Und auch wenn die Leute es nicht waren, bekam es Stunner. Und ursprünglich hätte es ja auch Rikishi sein sollen, aber das kam ja einfach nicht an. Und man musste damit irgendwie dann... I did it for the Rock. For the people and I did it for the Rock, ja. Genau. Bret Hart gegen Jerry Lawler. War lange No Touch. Naja, No Touch würde ich fast nicht sagen, oder? Also, berührt haben die beiden sich ja schon. Vielleicht hat es ein kleines bisschen gedauert, bis sie in den Ring gegeneinander gestiegen sind. Ja, Jerry Lawler hat sich doch immer gedrückt. Aber es begann doch eigentlich die Fehde, wenn ich mich recht erinnere, mit dem King of the Ring-Sieg von Bret Hart, oder? Ja, und da war es. Und da hat Jerry Lawler doch gleich noch am gleichen Abend Bret Hart attackiert. Von daher kann man hier nicht von No Touch sprechen. Oder ist das so gemeint, dass eine No Touch Fehde so eine Fehde ist, wo es ewig dauert, bis beide im Ring ein offizielles Wrestling Match bestreiten? Nö. Gut. Das ist ja schon mal was. Ja. Sting gegen Hogan natürlich. Meine persönliche No-Touch-Fehde, weil wenn die Kategorie kommt, dann ist mir sofort diese Fehde eingefallen, weil das war die Storyline, die WCW dabei geholfen hat, die WWE überhaupt zu überholen, unter anderem. Natürlich auch durch die NWO-Story, dadurch, dass die ganzen WWE-Worker zur WCW gegangen sind. Aber auch eben diese Fehde hat ja auch, glaube ich, zu der höchsten WCW-Buy-Rate geführt. Ich glaube, Starcade 97 hatte schon eine recht hohe Buy-Rate. Und, ja, also, eigentlich mein Favorit. Ja, da wird noch Christian gegen Tomko vorgeschlagen bei TNA. Ja, ich glaube, beide Männer haben eher ein bisschen Auseinandersetzung miteinander. Ob das eine No-Touch-Fehde wird, denke ich mal, wird sich zeigen. Tja, dann überhaupt diese ganzen ewig langen Geschichten mit, kommt der Taker nun zurück oder nicht? Ja, zum Beispiel Kane gegen den Undertaker, kurz vor seinem Comeback, WrestleMania 20, ne? Gab's bestimmt auch 3 Monate No-Touch. Ja, dann hat man ihn noch 3 Monate nicht gesehen. Klar, zum Beispiel auch, ich glaube, als es die Fehde Brock Lesnar gegen John Cena gab, da war John Cena ja vorher verletzt und hat auch nur Promos gehalten in seinem Ghetto. War vielleicht auch 4 Wochen No-Touch, aber kann man jetzt nicht so unbedingt nennen. Ja, Rhino gegen James Storm ist derzeit eine No-Touch-Fehde, weil Storm ja seit 3 Wochen... Ja, aber nicht gerade bedeutend und auch nicht gerade lang. Nö, aber seit 3 Wochen sucht er ihn in Bars und Alkoholiker. Undertaker gegen Undertaker von 94 könnte man dann auch nochmal erwähnen. Richtig, das war auch lange, ja. Wobei ja der Taker zwar schon beim Rumble 94 verschwunden ist, aber dann startete ja noch nicht gleich die Fehde gegen den Ted DiBiase Taker. Die müsste nach WrestleMania gestartet sein, oder? Ja, bei WrestleMania war ja überhaupt kein Undertaker. Richtig, dabei. Genau. Deshalb müsste sie nach WrestleMania irgendwie gestartet sein. Das dann hieß, dass Ted DiBiase den Undertaker zum Heartbreak Hotel, glaube ich, eingeladen hat oder mitbringt. Richtig.
von Shawn Michaels, ja. Ja, könnte man aber auch nehmen, war auf jeden Fall eine Fehde, die ja gut aufgebaut war und der Undertaker war ja auch lange da nicht zu sehen, hat sich nicht in die Fehde involviert bis zu dem eigentlichen Match. Aber Leslie Nielsen war damals Hammer, wie er nach dem Undertaker gesucht ja, hat. Ja, großartig, ne? Ja. Und immer ist er irgendwie aufgetaucht, aber er hat es nie geahnt, weil er entweder an seinem Schreibtisch mal Akten gesucht hat und der Undertaker war im Schatten irgendwie bei der Tür zu sehen oder ähnliches, war schon großartig. Ja, sonst? Das hatte schon was von Kasperle-Theater. Ja, teilweise schon. Beim SummerSlam zum Beispiel direkt, als Leslie Nielsen rauskam, hinter ihm war die Silhouette zu sehen, bei diesem, da gab es ja im Entrance diesen weißen Vorhang. Richtig, genau, fand ich sowieso sehr cool, den Entrance ja, irgendwie. Ja, absolut. Das hatte noch was. Und die Fans haben ihn dann darauf hinweisen wollen. Er hat immer nur so getan, als ob er es nicht versteht. Wollte sich partout nicht umdrehen. Ja, und als er sich dann umgedreht hat, war die Silhouette natürlich weg. Also das hatte wirklich was von Kasper das Krokodil. Ja. Wo denn bloß? Was fällt einem denn noch ein? Gab es nicht vielleicht rosterübergreifende Fäden, wo lange No-Touch war? Ja, so Goldberg, Lesnar und Michaels Engel vielleicht, also. Aber wobei die sich ja auch schon beim Royal Rumble ja, und so weiter, ne? Ja. Wenn du so möchtest, kannst du angeblich Hogan gegen Vince McMahon auch dazu nehmen. Rein theoretisch. Ja, aber es war ja anfangs auch keine Fehde, die ja. haben ja auch zusammengearbeitet. Ja, klar. Aber man spricht hier immer von 20 years in the making und so weiter. Von mir aus könnte man die Fehde ab 95 beginnen lassen eigentlich. Als Hogan oder, ja eigentlich ab 93, als Hogan ja, meine ich, die WWF verließ. Und ist da dann irgendwann schloss sich ja der WCW an. War das schon 94 oder 95? Hogan in der WCW? Müsste schon 94 gewesen sein, oder? Ja. Da war natürlich Vince nicht mehr so gut auf Hogan zu sprechen. Ja. Ich glaube auch Pac-Man Jones wird gute Chancen haben auf eine No-Touch-Fehde, weil er darf ja auch niemanden anfassen und auch nicht angefasst werden. Von daher ja, richtig. Könnte das auch das erste No-Touch-Match werden in der Geschichte des Wrestlings. Nö, wieso, wenn Killings alles macht? Ja, der macht alles. Ne? Dann haben wir schon wieder einen, der beide Tag-Team-Gürtel hält. Ja. Naja, halten kann Pac-Man einen, glaube ich. Das erlauben sie. Das darf er? Halten ja, aber... Darf er den so auch hochhalten? Ja, genau. Darf er auch. Aha. Ja. Ja, was gibt's noch? Gibt's noch irgendwas, was dir jetzt persönlich einfällt? Nee. Also ich bin eigentlich dafür, dass sich das entweder zwischen Sting gegen Hogan oder Austin Triple H entscheidet. Zum Beispiel auch Booker gegen Triple H war ja auch eine No-Touch-Fehde gerade. Jetzt, bis zum SummerSlam. Aber nicht lang genug. Natürlich, aber nur um welche zu nennen. Aber so richtig lange No-Touch-Fehden ist halt immer so eine Geschichte, ne? Ist teilweise halt schwer. Es gab natürlich vielleicht Fäden, wo Leute einen Vertrag unterschreiben mussten, dass sie sich bis zu demjenigen Zeitpunkt nicht attackieren dürfen, anfassen dürfen, etc. Ich glaube, da gab es doch was zwischen dem Giant und Kevin Nash. Gab es nicht sowas mal? Ja, und auch bei einer weiteren Austin Triple H Fäde vor No Way Out 2001. Richtig, da gab es doch den Stunner gegen Steph und solche ganzen Schweinereien. Ja. No? Ja, das stimmt. Da gab's schon einiges. Ja, No Way Out 2001 war schon grandios. Three Stages of Hell. Ja. Gut. Also ich persönlich entscheide mich trotzdem für Hogan gegen Sting, weil es meiner Meinung nach die größte Auswirkung hatte fürs Pro Wrestling, weil die Fehde wichtig war für die Wrestling-Geschichte. An die sich meiner Meinung nach noch viel erinnern würden, weil man mit der Story Sachen verbindet wie die WCW überholt die WWF in den Ratings, holt eine hohe Buy-Rate, grandiose Fehde etc. Also von daher. Obwohl man auch nicht sagen kann, dass es so lange No-Touch war rein theoretisch, weil Sting hat sich ja manchmal schon, glaube ich, von der Hallendecke abgeseilt, oder? Es dauerte doch, glaube ich, nur so lange, bis Sting sein Match mal bestreitet. Ich glaube ja schon, dass Sting auch mal mit der Keule jemand umgehauen hat. Oder war der... Ja, der kann ja nicht nur ein Jahr oben irgendwo rumgestanden haben. Er muss ja irgendwie genau mal eingegriffen haben. Dennoch sehe ich das immer noch als No-Touch-Fehde irgendwie an. Und bei der Austin-Triple-H-Fehde, sage ich mal, da war mir die zu war viel... wesentlich besser aufgezogen. Ja, aber wir haben ja trotzdem erstmal eine lange Pause zwischendurch dabei, was ja bei Hogan gegen Sting meiner Meinung nach nicht dabei war. Ja, man hatte Rikishi als Übergang wenigstens. Und dann, ja, aber man hatte eben Rikishi als Übergang und das ist halt diese Geschichte. So, dass...
die Fehde eigentlich letztendlich ja erstmal gefloppt war, weil man mit Rikishi den falschen Mann ausgesucht hatte. Und dass man dann durch mit Triple H eine Notlösung fand. Ach so, willst du das jetzt darstellen, dass die Fehde so ja gar nicht gedacht war und das, ach so. Ich denke mal ursprünglich, ich glaube nicht, dass... Ja, aber man kann es ja auch rückwirkend sehen, dass man zum Beispiel sagt, oh, in Wirklichkeit war es ja Triple H, dann hat er den ja schon vor über einem Jahr auf dem Kieker gehabt oder so. So kann, ja, man das, so kann man das als Mark doch sehen. Ja, klar. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, in vielen Kategorien kann man sich gar nicht wirklich entscheiden. Zum Beispiel auch in der Kategorie längsten Matches. Da hatten wir auch das Problem, welches Match gewinnt denn da jetzt? Gewinnt jetzt das Match, was wirklich am längsten ging? Oder das beste lange? Oder das beste lange Match. Und hier ist es halt auch die Frage. Also deshalb will ich mich jetzt zwischen beiden Fäden auch nicht entscheiden, weil sie beide letztendlich ihre Bedeutung hatten. Big Show zum Beispiel wurde das erste Mal WWF Champion durch die Fehde. Ja. Weil der Austin ja ausfiel im Triple Threat Match. Und ja. Ja, es ist allgemein mehr passiert als bei Hogan's Ding, oder? Ja, bei Hogan's Ding waren eher halt die Nebenerscheinungen höher, wie gesagt, was halt Ratings, Buy-Rates und Zuschauersteigerung, sag ich mal, auch bei in den Hallen angeht, würde ich jetzt mal sagen. Und es war halt auch eine andere Zeit, es war halt alles grandios aufgezogen. Die WCW hatte jetzt wirklich mal eine langfristige Fehde geplant, dass man ja Jahre danach deutlich vermissen ließ. Da gab es ja eigentlich fast jeden Monat irgendwelche neuen Pläne und alles wurde über den Haufen geworfen, als Vince Russo besonders dann kam. Da war ja gar keine Struktur mehr drin. Ist nett gewesen. Ja, gut. Also ich entscheide mich für keine Fehde von beiden. Also dann entscheide ich mich für Austin Triple H. Dann muss ich mich ja für das andere entscheiden, damit wir zumindest ein Unentschieden haben. Unentschieden, damit wir eine Meinungsverschiedenheit haben. Genau, ja. Oder eine neue Kategorie denn auswählen? Können wir machen. Wenn ich wüsste, wo ich die Kategorien finde, dann können wir das gerne machen. Aber guck mal, haben wir das gleich an den Anfang gelegt? Ist doch auch schön. Auch schön. Das muss auf jeden Fall eine Excel-Liste gewesen sein. Ja, war es eine Excel-Liste? Ja. Ich glaube nicht, oder? Konzept JFK, sag ich doch. So. Ach so, nee, ja, du musst jetzt auf den, genau, auf den Zufallsgenerator. No Touch. Hand abzählen. No Touch Fehde. Ach nee. Doch, muss weg, ne? No-Touch-Fehde. Ja. Gut, haben wir schon mal die No-Touch-Fehde gekürt? Nicht wieder Zufallsgerastor. So, JFK kann gleich wieder mal Zahlen raten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kategorien haben wir noch. Mhm. Und du sagst eine Zahl? Ich sag jetzt mal 3. Ich sag 5. Habe ich noch nie gesagt. Eins, auch schön. Die unterbewertetsten Matches. Da habe ich gleich eine Nominierung für dich. Erzähl. Tajiri gegen Rhino von Unforgiven 2001. Ja, gutes Match. Ja. Auch wenn es ein bisschen kurz war, aber es war gut. Ich habe irgendwie so 3 Minuten oder so, ne? Aber es war so genial gemacht. Das wäre für mich die kürzesten Matches, die am besten waren. Wäre es auch so eins. Stimmt. Die besten Matches unter 5 Minuten. Gab es, glaube ich, auch mal im Cyborg. Ja. Unterbewertet. War aber sehr unterbewertet. Dann immer noch genug, immer noch nicht genug Rampenlicht hat meiner Meinung nach Kurt Angle gegen Shane McMahon. Ja. Wurde zwar von vielen Stellen gelobt, aber meiner Meinung nach immer noch nicht genug. Ja, stimmt. Unterbewertet. Was ist unterbewertet? Das ist eine gute Frage. Ich überlege nämlich gerade. Unterbefinde ich das zweite Ladder-Match zwischen Razor Ramon und Shawn Michaels, was ja von vielen irgendwie immer wieder vergessen wird, weil das erste Match immer in den Vordergrund gerückt wird. Ich fand das zweite Ladder-Match auch verdammt stark. Ja, durchaus. Ähnlich wie die Aufeinandertreffen von Bret Hart und Mr. Perfect. Man redet immer vom SummerSlam, aber erwähnt, glaube ich, den, was beim King of the Ring? King of the Ring 93. Ja, ja, erwähnt man zum Beispiel nicht. Bret Hart gegen Diesel Survivor Series 95. No Holds Barred. Mag ich nicht, weil da ist doch Bret Champion geworden. Das mag er nicht. Das war für mich ein Schock. Ich mochte zwar immer Bret Hart und ich war aber der größte Owen Hart Fan, aber bei mir war das so. Mein absoluter Fave Owen Hart, dann kam Diesel, Razor, Shawn, dann kam Bret. Ja, aber Bret gegen Diesel. Dann kam schon Hunter auf Platz 6. Damals mochte ich schon Hunter höchstens. Und er ist immer aufgestiegen, weil irgendwer immer wegging oder versifft war. Oder versifft? Ja, versifft. Aha. Ja, was gibt's denn noch für eine Kämpfe?
Ja, du guckst an die Wände, klar. Ich gucke an die Wände, weil da immer lustige Leute hängen. Also Poster natürlich. Ja. Julian Frank gegen seinen Bruder, finde ich komplett unterbewertet. Das ist richtig unterbewertet. 3,75 Sterne finde ich also ein bisschen... 3,25, oder? 3,25 Note, das ist ja aber echt unterbewertet. Oder 3,75. Nee, 4,25. Selbst wenn, also ich meine, das ist das... seit langer Zeit das erste 5-Sterne-Match, was ich gesehen habe. Für mich, wie auch schon einer geschrieben hat im Forum, nachträglich das Match of the Year 1996. Ja. Definitiv. Ja, und wenn ihr... 96 war auch nicht so gut. Was habt ihr denn? Ja, nö, aber egal, das war ein grandioses Match. Da war ja nur Shawn gegen Brett. Im Iron Man 60 Minuten. Aber sonst war da nicht viel. Shawn Michaels gegen Mankind. In Your House Mind Games. Ja, obwohl das Match gar nicht so unterbewertet wird, meiner Meinung nach. Weil auf jeder DVD, weil auf jeder DVD drauf ist. Auf allen Foley-DVDs, auf allen Michaels-DVDs. Und auf allen WWE insgesamt, wir haben die besten Matches-DVDs. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der es unterbewertet, weil ich mich immer frage, warum das eigentlich auf jeder DVD drauf ist. Ich brauche das nicht 5-mal auf jeder DVD. Gut. Marty Jannetty gegen Kurt Angle. War gut, aber war auch kurz. Er war ein Free-TV. Ja, klar. Kann ja nichts zu sagen. Gab auch nochmal lange Kämpfe. Unterbewertete Kämpfe, ja, da gibt's, kann man eigentlich immer vieles nennen. Wenn ihr mich natürlich jetzt aber fragt, wo kann ich denn den Kampf des Jahres 96 sehen? Julian Frank gegen seinen Bruder. Dann möchte ich alle auf die Moontalk-DVD hinweisen. Ich werde parallel zum Online-Stellen dieser Ausgabe den Thread auch nochmal hochrücken. Ja. RVD gegen Chris Jericho vom King of the Ring 2002. Stimmt, war auch sehr gut, ja. Ja. Kannst du dich noch an Rikishi gegen Val Venus Cage Match erinnern? Oh, ja, mit diesem 30-Meter-Sprung da. Ja, ja. Eieiei. Ich fand's nett. Auf jeden Fall, ja. Aber komplett in Vergessenheit geraten. Genauso, glaube ich, wie Sean Waltman gegen Chris Jericho im Cage. Gab's sowas nicht auch mal? No Mercy 2000? Richtig. Fand ich auch gut. Aber das sind vielleicht eher Matches, die in Vergessenheit geraten sind. Das ist natürlich immer so eine Sache. Jetzt. Nee, ich meine, welche, die damals einfach wirklich absolut unterbewertet wurden. Ja, die standen halt nicht so im Vordergrund, die Kämpfe, ne? Ja, was gab's denn noch? Ja, das ist ja egal. Es gab ja auch damals schon Showstealer. Es wurde nur nicht so genannt. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 1-2-3 Kid gegen Owen Hart vom King of the Ring 94, weiß jeder, das war ein starkes Match. Es war relativ kurz. Es wird aber immer wieder gelobt, wenn es irgendwie erwähnt wird. Also von daher ist es vielleicht nicht unterbewertet. Ja, stimmt. Ja, natürlich die Frage. Man hat ja jetzt auch so als 13-, 14-Jähriger hat man ja noch nicht so richtig mit Sternesystem gearbeitet. Nein, definitiv nicht. Ich hatte auch ganz anders die Shows verfolgt, wie gesagt. Heiraten die schon wieder da draußen? Die heiraten schon wieder draußen, deshalb hupen sie auch. Können die auch was anderes machen? Aber wie gesagt... Ich kann es gerne nochmal erwähnen, ich weiß nicht, ob ich das bei Mutok schon gesagt habe, dass ich den SummerSlam 1995 zum Beispiel damals als Kind von 8 Jahren, glaube ich, müsste ich gewesen sein. Nee, gar nicht mal, 9 müsste ich gewesen sein, als es auf RTL 2 lief. Verdammt so stark gerade, fand. Ja. Ich fand den Event verdammt stark. Mabel gegen Diesel, ey. Jetzt der schlechteste SummerSlam Main Event aller Zeiten angeblich, aber damals fand ich das Match grandios. Ja, stimmt. Weil es hatte alles. Es hatte Spannung. Ich fand den auch mit 15 noch spannend. Ja, ich finde ihn heute immer noch gut. Das ist ja das Schlimme. Dass ich teilweise auch sogar Viscera oder Mabel, Big Daddy V, egal wie ihr nennen wollt, immer noch gar nicht so schlecht finde. Weil ich mag teilweise Charaktere, die groß, kräftig, breit und irgendwie so unbesiegbar erscheinen. Gut, jetzt natürlich könnte man sagen, breit ich mag bist auch du selber. Bitte dich. Ich habe eine Wochenende sehr, ich mag jetzt aber zum Beispiel nicht den Great Khali, weil der gar nichts kann und auch nichts ausstrahlt. Aber vor Viscera hatte ich Angst, mal als Kind. Du hattest Angst vor Viscera? Ja. Also als Kind kann man, ja gut, kann man noch sagen, vor 7 Jahren war ich 14, da... Als der rumgelaufen ist... Ich hatte Angst vor Boogeyman letztes Jahr. Nein. Kannst du mir noch nicht erzählen. Boogeyman ist auch ein Comedy-Charakter. Was? Ja. Hast du den Film mal gesehen? Ja, der Boogeyman, der Film, der ist ja was anderes. Also ich meine, das ist ja anders. Das hier WWE-Scheiß ist auch angelegt auf Comedy, meiner Meinung nach. Also am Anfang war es vielleicht der nicht so gut. Der kommt aus der bodenlosen Grube. Ja, geil.
Weil Xenia kommt auch irgendwo aus dem Sumpf. Aus den Sümpfen von den... Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber, nee, ich meine, Viscera, als er in der Ministry war, mit diesen komischen Kontaktlinsen drin und diesen Zähnen und so breit und dieses glitzernde lederne Outfit, Alter, da habe ich mich weggeschmissen. Und selbst als ich 2000... vor Angst. Und als ich dann 2005 dann in Hamburg vor ihm stand, das war dann so Ängste aus der Kindheit abschließen. Das ist doch toll. Da habe ich ein Foto mit Viscera gemacht. Ja, siehst du. Eines meiner absoluten Lieblingsfotos sogar. Aha. Obwohl es hier nicht an der Wand hängt. Weil ich so schön finde. Ich möchte nicht, dass es kaputt geht. Ach so. Gut, ich würde einfach mal sagen, wir können auch einfach nochmal die Zuhörer einfach dazu befragen, was denn ihrer Meinung nach die das jeweilige Match war, was am unterbewertesten ist. Bis heute. Und ja, können Sie sich ja mal dazu äußern im Moon Talk. Red Hart gegen 1-2-3 Kid von Monday Night Raw. Ging aber recht lange sogar. Wenn das du das gleich wie eine halbe Stunde, ne? Ja. War stark, da hat Bret Hart richtig stark den 1-2-3 Kid aussehen lassen. Wobei der 1-2-3 Kid auch, hier, 1-2-3 Kid gegen, 1-2-3 Kid sag ich schon, Sean Waltman gegen Jerry Lynn. Bei TNA jetzt? Ja. Ja, war ein guter Kampf. Ja. Sowieso ist Sean Waltman, teilweise. Wann kann das sein, dass du damit immer die Geräusche machst? Weiß ich nicht. Werden wir sehen, wenn ich Kabel mal so knickst. Entschuldigung. Weiß ich nicht. Wenn das jetzt aufhört, dann wissen wir es. Ich nehme die Hände weg. Ja, ich bin mal gespannt. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir einfach mal die Zuhörer entscheiden, beziehungsweise ein paar Vorschläge machen. Im Moontalk-Thread, im TNA-Forum, können Sie das dann... Ja, also mein sehr heißer Favorit, bitte alle Hörer nochmal das Match gucken, Tajiri gegen Rhino von Unforgiven 2001. Ja. Ich würde das auch gleich nochmal gucken. Ich fand auch von Unforgiven 2001 das Triple Threat Match gut. Das Leitermatch. Ich meinte jetzt Engel gegen Austin gegen RVD. Das war bei No Mercy. Nein. RVD war im Leitermatch bei Unforgiven 2001. Gegen Jericho. Ja? Ja. Ja? Ja. Sicher? Sicher. 100 Pro? Ja. Und Jim Ross hat gesagt, es war ein 5-Sterne-Match. Stimmt. Bei... Okay. Ja, hat er gesagt. Ja, cool. geil. Ja, das Match war scheiße. 1 Stern. Ach, na gut, 5 Sterne wäre vielleicht lieber. Aber, stimmt, noch Mercy, da hat doch vorher noch die komische Tante da in deiner Hymne gesungen, ne? Diese komische da, America the Beautiful. Das war Unforgiven. So. Ich bin ja nicht bekloppt, ich gucke nicht auf der DVD nach. Warte mal, ich gucke jetzt hier live auf der DVD nach. Was macht der Kerl denn bloß? Ja gut, kommen wir damit zum nächsten Thema, nämlich Hard Justice. Das werde ich jetzt ohne Bonds reviewen. Der Pay-Per-View war in Ordnung. Was? Er hat mich nicht verkauft. Da ist sie. Oh, klar, scheiße, jetzt komme ich auf alle DVDs. Der Bonds braucht nämlich dringend Geld. Hast du einen PayPal-Account? Du hast recht. Ja, hab ich. Wie lautet der? Mein PayPal-Account lautet christabonds@gmx.de. Da könnt ihr mir einfach gerne Geld rüberschieben, dann kann ich wieder auch bei BWin mitspielen und das Geld vervielfachen. Wie ich das auch bei Julian Frank gerne getan hätte, aber ich glaube, meine Wette ging ziemlich in die Hose. Oder? Ich glaube, ich hatte alle 3 Tipps, die ich getippt habe, falsch. Wie? Ich hatte doch mal eine Wette für dich gemacht. Ja, richtig. Nee, ich glaube, eine war sogar richtig. Geil. Was? Unentschieden, diese komische... Ich weiß Vereine, es nicht. Jedenfalls hast du mir 2 Euro geklaut dadurch. Finde ich frech. Egal, du hättest dafür aber 18 gewinnen können. Was ich alles könnte. Ja, du könntest schon viel machen. Gut. Dann würde ich mal sagen... Ja, also schickt Bonds alle euer Geld. Genau. Zumindest ein bisschen, damit er nicht mehr seine ganzen DVDs verkaufen muss und damit er auch noch weiß, wann, wo, welche Matches waren. Richtig, genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt endlich mal zu TNA und zu Pac-Man Jones. Ja, Pac-Man Jones. Ich habe keine Lust. Wieso schreibt er eigentlich bei den ganzen Leuten, die er nicht mag, mit schwarzer Sprühfarbe Pac drauf? Ja. Er ist halt großer Euro-Fan und auch guckt auf PWG, ne? Deshalb mag er einfach Pac. Pac ist ja auch cool, der springt auch eine gute Shooting Star Press und so. Deshalb lass ihn das noch machen. Bin na gut. Und Pac-Man Jones, angeblich sagt TNA immer, beziehungsweise Mike TNA und Don West, das ist ja der
der meistdiskutierteste, kontroverseste Mann in der Sportgeschichte wäre und so weiter. Aber ich glaube, keine Sau interessiert sich derzeit dafür. Du musst da noch Sting hinzufügen. Ja, keine Sau interessiert sich bloß für Pac-Man Jones. Das ist das Problem. Am Anfang war es nur so, ja, Pac-Man Jones ist übrigens bei einer Wrestling-Show und jetzt wird er gar nicht mehr rüber berichtet. So wirklich. Deshalb glaube ich, Pac-Man Jones kann ziemlich erfloppt werden, wenn ich höre, dass der irgendwie 25.000 irgendwie kriegen soll pro Auftritt. Ja, ist die Frage, was heißt bei TNA pro Auftritt? Die drehen ja irgendwie 5 Shows an einem Stück. Na gut, die drehen 2 Shows. Sagen wir mal, okay, guck mal, wenn der 2 Impact-Tapings mitmacht und noch ein Pay-Per-View, dann sind das rein theoretisch $75.000. Und es gibt Leute in der WWE, die verdienen nicht mehr $75.000 im Jahr. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Und es gibt auch bei TNA-Leute, die können froh sein, wenn sie, keine Ahnung, $1.000 im Monat haben. Das ist dreist. Und da muss ich Kip James endlich mal beipflichten, der endlich mal was Gutes gesagt hat, der eigentlich nur rummeckert gegen TNA. Aber der hat gemeint, er versteht nicht, warum man das Geld in so jemanden investiert wie Pac-Man Jones. Da sollte man doch lieber das Geld in seine eigenen Talente verteilen. Und was ja so auch richtig ist, nur die WWE hat das ja auch teilweise gemacht. Die haben ja auch Unmengen von Geld, oder auch die WCW damals mit Dennis Rodman und Karl Malone, was die alles verpulvert haben. Sie hatten das Geld von Ted Turner damals und die haben das wirklich... Ja. Aber, ja, das ist halt das Ding. Aber guck mal, damals in der WCW hat's keine Sau gejuckt, sag ich mal, weil die Wrestler komplett überbezahlt wurden. Welchen Wrestling-Fan oder potenziellen Wrestling-Fan interessiert es denn? Die stellen das dann praktisch so dar. Im Prinzip kann sich jeder in den Ring stellen. Das ist nichts Besonderes. Jeder Richtig. Promi kann irgendwie ein Match bestreiten. Meinetwegen hier, was war es? Jay Leno zusammen mit DDP. DDP hat ja sowieso immer alle irgendwie gezogen. Ja. Karl Malone, Dennis Rodman. Ja, und hier ist es ja ähnlich wieder, und das verstehe ich auch nicht. Ich meine, jetzt haben wir zuletzt Frank Whitecheck gehabt bei TNA im Wrestling-Ring und wir haben jetzt Pac-Man Jones, und das finde ich halt immer alles sehr ungünstig, wie gesagt. Wie du schon gesagt hast, erstmal, weil es so aussieht, jeder, der irgendwie einen durchschnittlichen Körperbau hat und ein bisschen kräftig erscheint, kann sich in den Ring stellen, ohne wirkliches Training. Aber auch die WWE hatte ja in den Weekly-Shows hatten sie ja auch irgendwie Arnold Schwarzenegger und Ben Stiller zum Beispiel, der damals von Jeff Jarrett irgendwie attackiert wurde oder so. Also lauter so lustige Sachen. Ja, klar. Ja, aber halt... Also da hat die WWE schon noch die Nase vorn. Und muss man auch sagen. TNA darf das eben nicht machen. Obwohl man sagt... wirklich auf... Es wird immer gesagt, TNA hätte keine Talente, beziehungsweise die lassen die Indie-Stars schlecht aussehen und so. Aber im Prinzip ist es genau das, worauf sie setzen müssen. Das wenn ist sie richtig, jetzt das, ja. Wenn sie jetzt das Geld verpulvern, wenn sie irgendwie sagen, so Panda Energy, jetzt holen wir mal, was weiß ich wen, holen wir mal, sag mal irgendein Promi. Ein Promi? Thomas Gottschalk. Und der nimmt... 5 Millionen Dollar. Und sagt halt einmal, ja, hier, Servus. Und geht wieder. Hier, mal lieber. Ja. Und, nee. Bitteschön. Aber, wie sagte, bei der WCW waren die ganzen Leute ja überbezahlt. Von daher juckte es den Lockerroom ja nicht. Aber zum Beispiel Samoa Joe bekommt erst eine Gehaltserhöhung, wenn er einen neuen Vertrag unterschreibt. Und das versteht er halt nicht, obwohl ihm vorher eine Gehaltserhöhung versprochen wurde. Aber ein Pac-Man Jones, der kriegt $25.000 pro Auftritt. Und das ist halt immer so eine Geschichte, weil die Worker verdienen ja wirklich nicht so viel. Ich meine, die WWE macht das hier eher noch schlauer, zum Beispiel jemand wie Kevin Federline zu holen. Ich meine, so blöd der Mann auch sein mag, aber das Interesse bei Kevin Federline war deutlich größer als jetzt bei Adam Pac-Man Jones. Ja, absolut. Weil halt, klar... Er hat mit Britney Spears irgendwie ein paar Kinderchen gezeugt und klar, das ist überall in Medien, auch Klatsch, Tratsch, überall. Das gibt's selbst in Deutschland, das kann man im RTL-Videotext nachlesen, wird bei Punkt 12 berichtet oder kann man in der Bild-Zeitung nachlesen. Ich stelle mir gerade vor, wie Pac-Man Jones mit Britney Spears Kinder gehabt hat. Und ich zum Beispiel auch, Sport1 hat übrigens von Pac-Man Jones berichtet, die deutsche Seite, Sport1.de, da stand allerdings auch nur eine Wrestling, Pac-Man Jones geht jetzt ins Wrestling-Business für ein Jahr. So wurde das aber auch gesagt, zum Beispiel bei TV Total, als Murat da war. Die amerikanische Wrestling-Liga. Es wurde nicht gesagt irgendwie, welche das jetzt ist. Es wird immer nur nach Ländern irgendwie. Ja, klar.
damit man das auch irgendwie so den Deutschen in angenehme Häppchen irgendwie servieren kann. Ja, wahrscheinlich. Wenn man jetzt noch irgendwelche Sachen ausschreiben würde, dann würde man denken, muss man die kennen? Und dann lieber amerikanische Wrestling, alles klar, der ist da irgendwo. Na gut, aber Hogan Knows Best Staffel 4, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal gerade erwähne, aber ich bin gerade bei deutschen Medien, dass die neue Staffel läuft auf MTV. Jeden Donnerstag um 21 Uhr gibt es immer eine neue Folge von Hogan Knows Best. Die vierte Staffel, und die ist erst im Juli 2007 meiner Meinung nach in den USA gelaufen. Ja, und jetzt 2 Monate danach finde ich schon heftig. Also die Sendung scheint ja recht erfolgreich zu sein. Ich mochte auch mal Hogan Knows Best. Ich mag die Sendung immer noch. Ich finde es unterhaltsam. Der Typ, der das bookt, ist grandios. Das macht er doch wahrscheinlich selber, oder? Ja, in der ersten Folge hat übrigens Hogan Stress mit seiner Frau gehabt. Weiß man eigentlich was Neues über Nick, wie es dem geht? Stimmt, der ist auch noch verunglückt. Ich meine, wir haben jetzt ziemlich viele Randthemen, muss man ja was sagen. Ja, aber wir schweißen gehörig ab. Aber Nick, ich weiß nicht, was mit ihm ist. Er hat einen Autounfall gehabt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gehört, man will ihn aus der Hogan Knows Best rausschreiben. Was? Wie denn das? Ja, durch den Unfall. Ach so, das wird man alles, schon alles gepuckt. Ja, klar. Weißt du, das sind diese ganzen verzweifelten Wrestlerkinder, die sich ärgern, dass die Eltern die Zeit für sie haben und dann setzen sie sich besoffen ins Auto. Ja, mit 14 oder so. Ja. Schwachkopf. Es ist unglaublich. Na, wir wollen hier nicht urteilen, das können andere machen, aber... Ja, erste Folge hat übrigens Hogan Stress mit seiner Frau gehabt. Die wollten sich fast trennen. Und was ganz Neues. Und dann gab es einen Tag, an irgendeinen Tagen konnten die... Ich möchte ja mal Angle Knows Best sehen. Hätte ich auch Lust mit Karen Angle. Mit Kurt und Karen und der Lütten und sonst gibt's da, glaube ich, keinen mehr. Nee. Ach doch, Eric gibt's ja noch. Ja, und Eric. Ach, Eric Angle. Eric Angle. Richtig, genau. Und Dr. Nash sitzt bestimmt auch noch zu Hause dabei, also kannst davon ausgehen. Nein, also nur Leute, die wirklich was mit der Familie zu tun haben. Ja. Obwohl Nobs hat ja auch nicht wirklich was mit der Hogan-Familie zu tun. Nee. Ja gut, zumindest in der ersten Folge war das so, er hat einen Ehestreit und Hogan durfte einen Tag sich aussuchen, was die Frau für ihn machen soll und einen Tag durfte auch seine Frau, wie heißt sie nochmal? Tully... Linda. Tully Blanchard. Linda durfte auch einen Tag bestimmen, was Hogan für sie machen soll und Hogan hat sich eiskalt von oben bis unten sich rasieren lassen von seiner Frau. War schon sehr spannend. Das ist ja Rücken und Arsch. Ja, war großartig. Ja, und Linda wollte ein Bad eingelassen bekommen, ja, und hat auch Hogan gemacht, dann wollte er sich in die Wanne mit reinsetzen, aber Linda hat gesagt, raus mit dir, ich will dich hier nicht drin haben. Da war wieder Streit. Und dann hat Hogan alle Gefühle aufgeschrieben, die er für sie empfindet, ein Gedicht geschrieben, so hat, so wie das andere Leute auch machen. Und ein Gedicht geschrieben und dann hat Hogan geweint. Hogan hat geweint. Wie, er hat ja, über sein Tränen eigenes Augen Gedicht gehabt, Tränen in den Augen gehabt, über sein eigenes Gedicht geweint, ja. Er schreibt was und weint dann drüber. Ja, hat geschrieben, der ist ja let wie me tell you something, brother. Hat er geschrieben und da muss er weinen. Jetzt heiraten die schon zum dritten Mal. Das ist ja wirklich nervig. Ja, die hier heißt heute große. Hier wird heute alles abgewaschen, was noch heiraten wird. Heute wird das hier so zack, zack, zack. Ne? Las Vegas in Harburg. Willst du, yo. Danke fürs Kommen. Einmal hupen. Ja, nicht so, schon wieder einer fertig. Hört man wahrscheinlich leider nicht im Hintergrund, dass hier die ganze Zeit gehupt wird. Das heißt ja leider. Und in der zweiten Folge Hogan Knows Best. Da gab es übrigens... Oh, hör auf. Entschuldigung, da wurde für wie heißt die nochmal? Hier, die immer Dings nachmacht. Hier, wie heißt die komische? Jillian Hall, genau. Ihr Double, Gesichtsdouble ist... Brooke Hogan, das Gesichtsdouble von Jillian Hall. Das ist nicht das Gesichtsdouble. Ja, die sehen doch beide gleich aus. Was? Ja, natürlich. Brooke Hogan zumindest musste irgendwo auswärts hin, weil sie in einer Show war und da hat Hogan einen Bodyguard gesucht. Ja, war großartig. Und er hat natürlich den dicksten, hässlichsten und kleinsten genommen von allen. Ja, war auch großartig. Also ich kann nur empfehlen, Hogan Knows Best ist Entertainment pur, guckt euch das an. Nur den deutschen Untertitel sollte man lassen, weil was da teilweise übersetzt wird, ist sehr lustig. Halbe Sätze werden irgendwie weggelassen, so. Es wird immer nur das Wichtigste übersetzt. Das kann auch daran liegen, dass die deutsche MTV-Redaktion keine Ahnung von so diesen ganzen... Phrases hat, oder? Phrases, ne? Ja. Tja. Gott, überhaupt, was so auf MTV alles läuft an Schrott, das ist... Aber American Dad, kennst du American Dad, die Zeichentrickserie? Habe ich mal aus Versehen, glaube ich. Absoluter Hammer. American Dad, ich lach mich immer wieder weg.
Oder Family Guy oder so heißt das, glaube ich, und das ist auch sehr lustig. Gut, dann würde ich sagen, aber fangen wir jetzt endlich mal an mit Hard Justice, der am 12.08.2007 in Orlando, Florida stattfand. Einer der letzten Pay-Per-Views wahrscheinlich in der Impact-Zone, weil ab 2008 plant man ja zu expandieren und ich glaube 8 oder 9 Pay-Per-Views außerhalb von Orlando stattfinden zu lassen. Ja, und deshalb wird man sich bald daran gewöhnen müssen, dass in der Impact-Zone keine Pay-Per-Views mehr stattfinden werden. Zumindest nicht mehr so viele. Und es ging los. Das ist doch gut. Ja, finde ich auch. Ja. Und es ging los und es ging verdammt stark los. Ich muss da ja mal ein kleines Geständnis machen. Ich fand das früher immer sehr spannend. Zu Marktzeiten oder so Halbmarktzeiten. Als ich die Weekly-Shows gesehen habe und dann wurde ein Pay-Per-View angekündigt in der und der Halle. Mich hat immer die Halle interessiert. Ich war immer total neugierig, wie sie die Halle irgendwie ausschmücken und wie die aussieht, wie groß die ist, welche Form die hat und so. Das fand ich immer interessant. Hast du immer nachgegoogelt oder wie? Wie? Hast du gegoogelt oder wo hast du das nachgeschaut? Oder hast du dich einfach so... Nein, es wurde doch immer gesagt, irgendwie so, in der und der Halle findet dann der nächste Pay-Per-View statt. Richtig, genau. Meinetwegen WrestleMania 10, Madison Square Garden kannte ich bis dahin noch nicht. Ja. Und dann wurde irgendwie gesagt, ja, die größte Halle überhaupt und das Mekka der WWF damals und... Ja, ich war dann immer gespannt, wie die Hallen aussehen. Aber hast du gewartet bis zum Pay-Per-View und hast dir angeguckt? Ja, natürlich. Okay, alles klar. Ich dachte, hast dich vorher noch informiert und hast dir noch Bilder rausgesucht, aber ich glaube, 94 war die Internetzeit noch nicht so. 94 war Internet noch nicht so verbreitet. Nee, aber es gibt irgendwie so eine Seite, irgendwie was mit Time Machine oder Wayback Machine oder irgendwie sowas, da kann man sich Seiten angucken. Von früher. Ich habe zum Beispiel WWF.com eingegeben und konnte mir die WWF.com-Seite von 1997 anzeigen lassen. Ja, das können wir ja gleich mal machen. Under Construction stand da. Aber man kann sich für ein Newsletter anmelden. Kann man machen, wenn wir später Zeit haben. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Pay-Per-View. Dann kriegst du die Newsletter wahrscheinlich rückwärts. Ja, genau. Fängt mit 2007, ne. Keine Ahnung. Oh, Leute. Ja, der nächste hat wieder geheiratet. Geheiratet haben die drei Teams nicht, aber sie haben den Opener bestritten, nämlich Triple X, Christopher Daniels und Senshi waren es diesmal, die angetreten sind, gegen die Motor City Machine Guns, Chris Sabin und Alex Shelley, gegen Jay Lethal und Sonjay Dutt. Und ganz ehrlich, der Opener war verdammt stark. Ich kriege hier nur noch Hupen mit, aber ich versuche mich trotzdem zu konzentrieren. Ja, ich könnte sonst höchstens noch mal rausbrüllen. So viel zum Thema Motor City Machine Guns. Du musst nicht rausbrüllen. Entschuldigung, wir machen hier Moontalk. Ich meine, na gut, okay, dann lasse ich die Leute mal feiern. Heiraten ist ja was Schönes. Aber der Opener war doch echt stark, ganz ehrlich. Er hatte die falschen Sieger, da gebe ich dir recht. Allein schon fürs Tippspiel, aber der Opener war doch sowas von stark. Er hat mir zugestimmt. Sag mal, der Opener war doch echt stark, oder? Ja, aber die falschen Sieger. Richtig, falschen Sieger. Aber es gab so grandiose und spektakuläre Manöver und Schnelligkeit. Und ich hatte in diesem Match das Gefühl, dass diese sechs Leute versuchen, die X-Division bei TNA zu retten. Weil es gab ja zu der Zeit, und die Spekulation gibt es ja immer noch, dass vielleicht die X-Division bald nicht mehr existieren könnte. Diese Gerüchte gab es ja. Oder gibt es vielleicht sogar immer noch, wie gesagt. Und ja, wenn auch immer irgendwelche komischen Leute wie Joe oder Angle ja. Die Gürtel halten, die gar nichts damit anfangen können. Nicht mehr, also Joe war ja ganz gut als Exhibition Champion, damals, 2005, als er debütiert ist. Aber wahrscheinlich hat man letztes Jahr zu Angle gesagt, pass auf, du wirst alle Gürtel, die es gibt, halten dürfen. Und dann hat man jetzt irgendwie vor kurzem gemerkt, oh, das Jahr ist ja fast rum. Ja, müssen wir schon noch einlösen, ne? Ja, genau. In Wirklichkeit wollte man die langsam aufbauen. Erst der Tag-Team-Gürtel, dann der X-Division-Gürtel und dann der World-Title. Genau. Jetzt musste man alles zusammen... Scheiße, Jahr ist vorbei. Ja, Rhino hat ja auch noch seinen Title-Shot, glaube ich. Sein Titel, ne? Ich glaube, er hat ja damals auch nur den Titel, den Vertrag verlängert, weil er, glaube ich, noch einen Titel garantiert bekommen hat. Ja, Crime Time kriegen auch noch einen Tag-Team-Title-Shot, obwohl sie nicht mehr unter Vertrag sind. Ja, das ist doch gut. Vielleicht kriegen sie den ja gleich bei TNA gegen Pac-Man und gegen Team Pac-Man. Das wäre Crime Time gegen Team Pac-Man. Das wäre doch mal wirklich was, ey. Ja. Dann muss der arme Killings wirklich das komplette Match ziehen. Oder? Ja, er muss, glaube ich, gegen sich alleine am besten kämpfen. Ja. Money, money, yeah, yeah. Money, money, yeah, yeah. Ja, zumindest sehr starker Opener. Und da habe ich noch nicht geschlafen. Das habe ich live noch geguckt. Und ich dachte, großartig. Hammer, Hammer. Ich habe echt mich gefreut. Dann kam's zu Raven gegen Frankie Kazarian. Übrigens, wir haben beide nicht auf Jay Lethal und Sonjay Dutt getippt. Wer das getippt hat, der hat auch irgendwie einen in der Waffel, weil das TNA sowas buckt. Wer sowas schon vorher ahnt, der will das auch selber sehen und mit dem möchte ich gar nicht sprechen. Das war eine Überraschung immerhin. Das stimmt. Upset, ganz klar. Hätte ich nie gedacht, aber es hatte keinen Sinn.
Nee, irgendwie weil, nicht. Weil ich sehe die beiden auch nicht auf Dauer in der Tag Team Division. Es hatte letztendlich... Nur weil Liesel als Macho Man rauskommt und Sanjay Dutt irgendwelche weißen Blüten da vor ihm verstreut und sich freut. Okay, wir gehen mal davon aus, dass TNA lange plant. Da hatte es sogar einen Sinn gehabt, weil daraufhin, weil Liesel hatte ja Daniels gepinnt, musste Daniels ja nochmal seinen Number One Contender Spot aufs Spiel setzen. Ich hasse Jim Cornette. Der selber, so. Das Lustige finde ich ja, ich weiß nicht, ob ich das schon in der Sendung gesagt habe, aber ich glaube, die hat es privat erzählt, dass TNA sogar selbst die Unsinnigkeit ihrer Handlung in den Sendungen durch ihre Charaktere darstellen lässt. Ja. Weil Daniels hat sich aufgeregt, was soll denn das? Ich bin doch Number One Contender, ich habe mich qualifiziert, ich habe ein Ultimate X-Match gewonnen gegen 28 andere Stars aus aller Welt. Ja, egal. Du hast ein Match. Ja, wie egal? Ja, warum denn? Ja, ich habe verloren im Tag Team Match. Ich glaube, es muss mal was für Jim Cornette auf dem Spiel stehen, ob er dann immer noch so großkotzig ist. Keine Ahnung, mal wissen. Ich weiß es nicht. Muss er spielt Match ja nur seine Rolle. Gegen Vince Russo oder so. Und der Sieger wird dann... Also mein Dream Match wäre wirklich eigentlich Vince Russo und Jim Cornette in einem Tag Team gegen Team Pac-Man. Eigentlich könnte man jeden derzeit gegen Team Pac-Man stellen. Ich glaube, es garantiert einen grandiosen Kampf. He's back, he's back, he's Pac-Man Jones. Was du an dem so toll findest? Ich finde nicht toll, aber das Team ist toll. Quatsch. Ja, Pac-Man ist cool. Der, guck mal, der ist wie auf den 80er Jahren, rasiert sich nicht die Achseln zum Beispiel. Hast du schon mal irgendeinen Wrestler in der heutigen Zeit gesehen, der sich nicht die Achseln rasiert? Außer vielleicht irgendeiner, keine Ahnung, was ich möchte meinen. Also der fässt ja auch keinen an, von daher wird auch nicht schwitzen. Also, aber ist mir aufgefallen. Es gibt Dinge, da mache ich mir keine Gedanken drum. Gut. Raven gegen Frankie Kazarian kam übrigens dann. Lang erwartetes Match, beide hatten ja eine kleine Fehde gegeneinander. Kazarian hat sich ja von Serotonin losgelöst, was ich auch ganz gut finde, weil Kazarian von den dreien, die dabei sind, wohl noch der talentierteste ist, obwohl auch Michael Shane und Johnny Devine nicht von schlechten Eltern sind. Sieht das auch nur so aus oder hat Kazarian ziemlich zugelegt, also so an... An Masse? Ja, dass so er bisschen, jetzt ne? nicht mehr so in der X-Division sein soll, sondern er wird ja schon mehr Richtung Heavyweight-Division gepusht. Ja, aber er hat eigentlich einen Körperbau wie ein AJ zum Beispiel, sage ich jetzt mal, der auch in der Heavyweight-Division eigentlich eingesetzt wird, größtenteils, seitdem er auf der Seite von Christian ist. Und ich kann mir da eigentlich auch ganz gut vorstellen. Und das Match gegen Raven fand ich persönlich recht stark dafür, dass man davon ausgehen könnte, dass Raven komplett out of shape ist, was eigentlich nicht zugestimmt hat, oder? Weiß ich nicht. Was suchst du jetzt? Sag ich nicht. Red ruhig weiter. Weil zum Beispiel Raven, der hat zum Beispiel eine Victory Roll gezeigt und ich habe mir echt gedacht, was ist denn hier los? Hast du das gesehen, die Victory Roll? Victory Roll? Victory Roll habe ich gesehen. Ja, ich meine die Victory Roll von Raven. Ich dachte, Halleluja, was geht denn da ab? Und das Match war natürlich nicht gut. Ich würde es vielleicht 1,5-2 Sterne geben. Aber ja. Cass, der auch gleichzeitig so heißt wie eine Zeitung für Hamburgs Schüler und Schülerinnen. Das ist cool, ne? Das könnte man mal so als Logo auf TNA-Fans bringen. Ja, finde ich auch. Der hat zum Beispiel gewonnen. Ich glaube, das wird mein neues Avatar. Guess. Das überhaupt? War eine Idee. Ja, das ist schön. Das werde ich mir gleich mal unter die Favoriten suchen, die er mir wieder gelöscht hat. Ich weiß auch nicht mal, wo die hin sind. deshalb, wie gesagt, Frankie Kazarian gewann. Logische Folge, klar, musste so sein. Und da war ich wirklich froh im Modus. Und nach diesen zwei positiven Eindrücken dachte ich mir, komm, das ist jetzt 2:30, du musst 6 aufstehen, gehst du mal schlafen. Und ich habe das Richtige getan. Aber dann ging es erst richtig los. Ja. Denn dann kam das Match of the Night. The Cowboy! Entschuldigung, James Storm in einem Barroom Brawl gegen den Anti-Alkoholiker Rhino, der sich später doch wieder als Alkoholiker entpuppte im Match. Sehr kuriose Szene. Ich glaube, die ersten 5 Minuten des Kampfes brawlten beide durch die komplette Arena. Wollen wir ihn in Hannover auf ein Bier einladen? Definitiv. Also könnte man mal machen. Ich werde auf jeden Fall mit Rhino ein Bierchen trinken. Ja. Am Wochenende. Ja, er kann er ja auch machen. Er ist ja angeblich. Und dann machen wir ein Foto. Bier in der Hand. Ja, ich bin immer noch für. Ich werde immer noch gucken, ob er wieder. Ich bin immer noch der Meinung, mir hat ja auch alles, glaube ich, einer bestätigt, dass Ryan auch bei der EWP ein Bier getrunken hat nach seinem Kampf. Er hat das geäxt in einem Schluck. Ja, und angeblich das Bier. Auch bei Bound for Glory 2005. Tja. Komisch. Richtig. Zumindest das Match war doch recht noch unterhaltsam, finde ich.
bis zu dem Zeitpunkt halt, wo Rhino anfing selber zu bechern wie ein Tier, hat nur ein halbes Bierfass ausgetrunken und eine ganze Flasche Bacardi und ja. Irgendeine Gummipuppe saß da, glaube ich, auch noch an der Bar oder so, die doch missbraucht wurde und von der Bar weggezogen wurde, in den Ring geschmissen wurde. Ich war überrascht, dass der Barroom-Brawl nicht in einem Barroom stattgefunden hat, sondern im Ring oder außerhalb des Rings. Ja, das ist komisch, ne? Also man hat so ein bisschen Pappkulisse da aufgebaut. Das war dann der Barroom. Ich dachte irgendwie so wie früher. Ja, richtig. Richtig, wo sie dann über die Straße gehen in einen Barroom, so wie bei Road Dogg gegen Big Boss Man zum Beispiel, wo das dann da stattfindet. Ja. Aber nein. Und ey, TNA hätte das ganze Match vorher aufzeichnen können, das wäre keiner so aufgefallen. Sie hätten deren Match of the Year machen können, ne? Hätten sie sagen können, ach komm, das war scheiße, mach das nochmal. Ja, ist aber auch nicht sehr zuschauerfreundlich. Ja, das ist das Problem, aber ich finde das nicht so schlimm, wenn man das für 800 Fans in der Impact Zone macht, als wenn man vielleicht eine Crowd von 5000 Leuten hat. Ich finde, die Scheiße auf die Impact-Leute, ja, die können sich auch 15 Minuten mal da gedulden und auf den Monitor gucken. Zumindest hat Rhino ja dann getrunken. Und kurz danach war ja James Storm, ganz ehrlich, sowas von dominant, das ging ja gar nicht. Oder? Ganz ehrlich, ja, es ist ja auch böse. Ja. Wer ist böse? Zu trinken. Ja, es ist auch voll böse. Ich kenne das. Aber James Storm sieht das genauso wie ich. Ach, ich kann auch diese ganzen Alkoholiker nicht ab. Aber, tja. Aber, James Storm, der hat ihn ja sowas von zerstört. Der hätte ich alles gezeigt. Rhino war ja echt am Boden. Und ich dachte die ganze Zeit, ja komm, gut, das ist jetzt mal eine kleine Offensive von dem Heel. Und der Face kommt am Ende zurück und wird dann später vielleicht noch Storm besiegen. Aber nein, der hat ganz eiskalt gewonnen. Und, ja. Storm war der klare Sieger. Und was natürlich jetzt wieder gekommen ist von James Storm, ganz ehrlich, ich find's, bin ausgemarkt. Du hast mich ja schon vorgewarnt, aber was ich bei Impact gesehen habe, Storms Bar-Tour ist großartig. Storm, bitte verlass unsere Bar. Du prügelst hier jede Woche jeden zusammen. Du bist ja schon mal auffällig geworden. Ja, du bist schon mal auffällig geworden. Und dann einer prügelt dann, was? Zack! Ja. Dann wurde er, glaube ich, auch im Billardlokal, war auch da. Ich glaube, als er im Auto rumgefahren ist und die Passanten angesprochen hat, ich glaube, das war echt. Das war echt, auf jeden Fall. Ja. Hat er rumgegrüßt, hey, könnt ihr Rhino. Auch lustig, irgendwie, der ist so breit, so klein und ja, hat den gesehen. Wie ein Bierfass. Ja, wie ein Bierfass halt, ne. Ja, also, ich muss sagen, das Gimmick ist großartig. Die Feder eigentlich auch, wenn der Hintergrund bloß nicht so scheiße wäre. Rhino angeblich seit Ewigkeiten Alkoholiker, beziehungsweise trocken. Schwachsinn. Wir machen bestimmt noch James Storm gegen Jake Roberts. So als, bei Bound for Glory. Ja, mit dem Guide. Ja. Ja, gute Idee. Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil ich habe leider Bedenken für den nächsten Pay-Per-View, aber schauen wir mal. Dann ging's weiter und natürlich wieder absolut grausamstes Match. Immer ein WKM schafft es immer auf jeden Fall, in den Mittelpunkt zu rücken, wenn es heißt, schlechtestes Match des Abends. Das ist egal, sie sind verdammt unterhaltsam. Aber was ich nicht verstehen kann, und die Kritik kann ich, wie gesagt, sogar nachvollziehen, die Voodoo Kin Mafia besiegte ja zuerst LAX, was ja auch egal ist, egal ob da jetzt irgendwas im Spiel war, Pulver, Stühle, die Voodoo Queen oder von mir aus auch sonst was. Aber wenn es der Ringrichter nicht sieht, dann kann kein Hector Guerrero kommen und sagen, das Match wird neu gestartet. Richtig. Deshalb ist auch WKM Sieger. Rein theoretisch ist WKM Sieger, aber ja, es ist also nicht die offizielle Entscheidung. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Hector Guerrero ist kein offizieller, sondern ein Arschloch. Richtig, genau. Ja, das sehe ich von mir aus auch so. Hector Guerrero ist halt ja Eddie in alt, aber nö. Ist ja egal. Zumindestens. Also jetzt nicht in der Rolle, die er hat, meine ich. Wenn TNA sowas macht, dann muss von mir aus Jim Cornette rauskommen, dann muss von mir aus noch ein anderer Referee rauskommen oder irgendein Offizieller, aber da kann ich einen Kommentator, der irgendwie für Spanien und für Mexiko und Co. moderiert, rangehen und sagen, ja, 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 hab was gesehen, ja, du kommst hier, ist den Scheiß ja auch, klar, dass du was siehst. Gut, aber egal, die Tatsachenentscheidung ja, ist so. Damit wollte man das irgendwie verbinden. Ja, dass, klar. Dass die Guerreros mit hier LAX verbandelt sind. Aber, ja das klar, es gab ja eigentlich eine Fehde und jetzt verstehen sie sich ja ganz gut und toll, was weiß ich. Aber, es ist definitiv, der endgültige Sieger heißt LAX. Und es ist so. Du kannst dich wehren, wie du willst. Es ist ähnliche Tatsachenentscheidung, wie du damals den Punkt haben wolltest für Kurt Angle. Oder zum Beispiel beim Match von Slammiversary, Root gegen Eric Young. Wo zum Beispiel auch erst Root gewonnen hat und dann Young. Guter war es, Jim Cornette eingegriffen hat, egal. LAX hat hier gewonnen. Und war auch ziemlich schlecht. Ultimate Humiliation Match. Das, ich will nicht lügen, aber ich glaube, es ist wirklich schon das 15. Aufeinandertreffen beider Leute.
von Eric Young und Robert Root. Ich glaube, die Fehde ist jetzt endlich vorbei, ne? Ich weiß es nicht. Also wenn, dann gibt's auf jeden Fall noch eine Fortsetzung mit Eric Young und... Ach nee, hier, Miss Brooks ist ja jetzt auch da raus. Die hat ja jetzt hier Kazarian. Die hat alle möglichen Männer. Ich meine, Tomko setzt sich auch für sie ein. Ja. Ich glaube, das ist nur eine Taktik, um Miss Brooks zu zeigen, wie schlecht Robert Root sie ja nicht behandelt und dass sie vielleicht einen besseren Mann verdient hätte und dass es dann so ein Twist gibt oder so. Ich könnte mir eine Fehde vorstellen, wo irgendein Mann um Tracy Brooks kämpft, aber dann natürlich alles ein böses Spiel von Tracy ist und Robert Root dann am Ende der Lachende ist, der mit Tracy feiert und irgendwen verarscht. Darauf wird es vielleicht hinauslaufen. Vielleicht schon bei No Surrender. Gut, aber ich kann langsam keine Matches zwischen Eric Young und Robert Root mehr sehen, egal wie gut die sind. Was sagst du dazu? Ich sehe es genauso. Es war immer lustig, Eric Young im Ring zu sehen und Robert Root ist ja auch talentiert, aber irgendwie hilft es beiden nicht weiter. Nee. Aber Eric Young ist echt verdammt stark im Match. Was der teilweise für eine Kombination und Aktion gegen Ron Killings gezeigt hat, mein persönlicher Showstealer von Impact in diesem Monat. Also, kleiner Four-Way stand aber auch im Mittelpunkt, aber das Match war wirklich klasse gegen Ron Killings. Gut, Robert Root gewann, was eigentlich komplett überraschend war, weil man dachte, okay, Robert Root hat schon mal einmal Eric Young erniedrigt. Warum sollte Root jetzt das nochmal dürfen? Aber er durfte es auch nicht. Denn eigentlich sollte nochmal Eric Young gefedert werden, aber Gail Kim kam dann dazu und hat Young geholfen, dass er nicht erniedrigt wird und hat das ist ein Schwachsinn. Das ist so, als wenn beim Hair vs. Hair Match zum Beispiel der Sieger sich den Kopf rasieren muss. Ja. Klar, es ist Schwachsinn. Es denkt auch keiner danach. Es ist viel Schwachsinn dabei, aber gut. Das ist halt die Sache. Wahrscheinlich hat sie gedacht, okay, wir wollen Robert Root vielleicht aufbauen für ein Main Event. Wir dürfen ihn da jetzt nicht vielleicht am Fädenende verlieren lassen, aber geben wir den Fans das, was sie sehen wollen, lassen wir Root erniedrigen, aber er gewinnt das Match. Nee, Miss Brooks wurde doch erniedrigt. Ja, Miss Brooks, okay. Und Root wurde wieder als Feigling dargestellt. Wieder eigentlich gar nicht so schlecht nachgedacht, dass Root zum Beispiel zu seiner Frau nicht steht. Das ist eigentlich nett gemacht. Man hat eigentlich, man muss sagen, dieser Stress wird leicht vorprogrammiert, weil Root meckert ja schon seit Wochen gegen Tracy. Es ging ja auch schon vor Hard Justice, dass er laufend nur rumgemeckert hat mit ihr und nie zufrieden war. Gut. Ja, dann kam es zum Debüt von Black Rain. Und ich würde mir jetzt auch schwarzen Regen wünschen, weil ich kann das Hupen nicht mehr ab, aber jetzt hupt's auch gerade nicht mehr. Ja, was kannst du dazu sagen? Eigentlich war das schlechteste Match, aber ich werte es nicht als Match, weil es, glaube ich, auch nie irgendwie einen Sieger gab oder ähnliches. Oder doch, gut, es gab einen Sieger, aber... Ich finde die Promo-Clips von Black Rain eigentlich ganz lustig. Ja, finde ich auch. Die Stimme haben sie ganz gut verzerrt, so, also... Das ist ja selber. Haben sie nicht verzerrt. Und seine Techniken hat hier eh nicht. So, das haben wir nur bei Mootalk. Ja, sollen wir mal deine Stimme verzerren, damit du klingst wie Black Rain? Ja. Nö, ich find's gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Was ich auch nett finde, dass sie wirklich Dustin Rhodes wirklich so aufbauen, als hätte er eine doppelte, also zwei Persönlichkeiten. Weil, wie gesagt, auch Dustin Rhodes, der normale Dustin Rhodes, auch noch in den Shows aufgetreten ist. Wie gesagt, es war zwar nur klein und fein, nur im Zuschauerring, wie er sich das Match angeguckt hat, aber Mike Tenay hat darauf hingewiesen, man hat kurz zu ihm hingeblendet, wie er für Eric Young gechantet hat zum Beispiel. Und ja, dass dann scheinbar ein Ei von einem auf den anderen Moment Dustin Rhodes nicht mehr Dustin Rhodes ist, sondern zu Black Rain wird. Eigentlich eine nette Geschichte. Gut, das Outfit, aber gut. Aber dieses komische Teil, was da zum Ring geht, mit diesem Messer dran, das sieht schon übel aus, ne? Ich glaube, damit kann man echt Bein verletzen, wenn man da irgendwie abrutscht. Oder reinfällt. Ja, ich weiß nicht, worauf das Gimmick ausgerichtet ist. Also, es könnte natürlich Russo-Einfluss sein, der irgendwelche komischen, martialischen Sachen sich ausdenkt. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen, dass sich Dustin Rhodes aber selber ausdenkt. Ja. Er verkleidet sich ja sehr gerne. Er tritt übrigens noch bei Independent-Shows als Goldust auf, das darf er scheinbar dort auch. Aha, nur ja. Nicht on air, oder wie? Hier darf er es klar nicht, weil Goldust ist ja nicht Eigentum der WWE. Ne? Ja. Aber man muss auch einfach sagen, dass Dustin Rhodes ohne das Goldust-Gimmick auch eigentlich nicht so viel Erfolge feiern konnte. Also gut, klar, er war in der WCW, glaube ich, auch US-Champion.
Bei TNA war er auch eigentlich als Dustin Rhodes unterwegs, aber er kam nie so an, wie es als Goldust halt, wie er halt als Goldust ankam. Ja, dann gab es The Artist formerly known as Goldust mit Luna. Ja, richtig, ja, toll. Es gab auch The Artist formerly known Prince Iaukea, wenn du dich an den noch erinnerst, aber das ist ein anderes Thema. Tafkapi. Ja. Oh Mann. Ja. Gut, ich glaube sogar, dass Black Rain sich durchsetzen kann. Wenn selbst Scott Steiner bei TNA von einem angeblich smarten Publikum gefeiert wird und, keine Ahnung, wenn das noch funktioniert, dass die Steiner Brothers heutzutage noch bejubelt werden, großartig. Gut, zu denen kommen wir nämlich auch noch. Team 3D gegen Steiner Brothers, was für ein Timing von mir, gab's dann nämlich als nächstes. Und ja, Old School. Wir haben alle auf Black, alle sag ich schon, wir haben beide auf Black Rain getippt, ne? Nee, ich glaube auf Chris Harris haben wir getippt, beide. Ja, beide auf Chris Harris. Ach so, na ja, dann ist ja gut. Tipps können wir ja später durchgehen. Man muss natürlich noch sagen, dass, seit VKM gegen LAX eigentlich jedes Match recht durchschnittlich, unterdurchschnittlich war. Das haben wir vielleicht vergessen. Ich will den Pay-Per-View auch nicht zu groß machen hier. Team 3D gegen Steiner Brothers. Ja, recht oldschool Tag Team Match, würde ich sagen. Absolutes Highlight war natürlich. Das war grausam. War natürlich Frankensteiner von Scott Steiner. Ja. Wofür er abgefeiert wurde, als hätte er sich vom Dach gestürzt. Das Match war schrecklich. Ich fand das Match recht unterhaltsam. Also, ich fand's in Ordnung. Also, klar, es ist jetzt kein Übermatch. Wie gesagt, wenn ich jetzt einen Stern ausdrücken würde, würde ich 1,5 geben, aber war in Ordnung. Ging. War okay für die beiden. Mein Gott, die sind alt. Rick Steiner kann sich kaum bewegen. Ich bin froh, wenn er nicht auseinanderfällt und Scott Steiner. Bin ich froh, ich finde das ja immer gar nicht so schlecht, wenn jetzt irgendwie Team 3D, Steiner Brothers und VKM und so im Ring stehen und sich irgendwie was erzählen und sich so richtig einen Stare-Down liefern. Dann ist eine schöne Atmosphäre da, dann ist es auch einigermaßen unterhaltsam. Aber im Ring will ich das alles nicht sehen, das ist leider das Problem, die Leute sind so stark am Mikrofon. Ich muss aber wirklich auch sagen, dass Team 3D von den drei von dir aufgezählten Teams doch die fittesten sind, wo ich sage, okay, die kann ich mir noch am ersten ansehen. Besonders mit dem neuen Heel-Charakter finde ich sie seit langer, langer Zeit, seit Jahren recht unterhaltsam. Also muss ich sagen. Und die Steiner Brothers sind eigentlich auch unterhaltsam, aber das Ding ist halt immer, die Matches sind natürlich nicht so gut, aber wohl sich wahrscheinlich ein Match Team 3D gegen die Steiner Brothers besser verkauft als Modo City Machine Guns gegen Triple X. Vor allem die Form von Rick Steiner, das sieht so komisch aus. Ja. Sieht aus, als hätte er einen Sessel verschluckt. Wo man wirklich das Alter von den beiden mal in Betracht ziehen muss und was sie noch leisten können, ist nicht schlecht. Und Scott Steiner war immerhin vor 5 Jahren schlechter drauf, als er es heute ist. Also er ist ja immerhin auch mehrfacher World Champion. Ja, und auch verletzt gewesen, also und mehrfach und was weiß ich. Oh, guck an. Boah, dann kam es zum größten Bullshit des Abends, Doomsday Chamber of Blood. Das hatte so viel Potenzial, das Match. Das ist eigentlich was man immer so über ein ganzes Jahr zum Ende des Jahres meinetwegen aufbaut, so à la, jetzt nicht unbedingt Lockdown, aber schon der finale Showdown eben. Richtig. In so einem Stable-Krieg. Das hatte auch alles absolut Sinn, das Match. Ich meine, kommen hier Christian Cage und Abyss haben eine lange Fehde geführt und hatten beziehungsweise mehrere Fehden nicht schon geführt, sowohl als Christian mal Face war und auch als Heel. Und es gab Tag-Team-Matches zwischen Abyss und Sting gegen Tomke und Styles und so weiter und so weiter. Und jetzt haben sie sich Tess noch dazu geholt und es war wunderbar aufgebaut. Auch die Matchart ist eigentlich, finde ich, gar nicht so schlecht. Man muss seinen Gegner erst zum Bluten bringen, bevor man ihn pinnen darf. Ich meine, klingt recht brutal. Du hast noch Barbed Wire im Cage und so. Alles schön, aber was ist umgesetzt wurde, so ein Schwachsinn. Pac-Man wurde noch attackiert in dem Match. He's Pac-Man Jones. Das und ist auch Quatsch. Warum benutzt man dieses Match als Plattform für irgendwelche Pac-Man-Szenen? Wahrscheinlich, um auszuschließen, dass die 6, die im Ring stehen, das nicht machen oder so. Stimmt, das wäre nämlich lustig. Stell dir mal vor, es kommt später raus, dass AJ oder so oder Abyss oder was weiß ich Pac-Man attackiert hat. Das würde ich lustig finden. Auch gut, könnte natürlich sein, dass er das vor seinem Match noch gemacht hat, aber egal. Zumindest das Match war Schwachsinn, weil erst, glaube ich, darf das Ding nicht rein, weil die Heels haben die Tür verschlossen, dann musste der irgendwie über die Tür, über den Käfig klettern und hatte natürlich einen Bolzenschneider dabei, wo er das ganze Barbed Wire erlösen kann. Christian Cage ist später abgehauen, glaube ich. Ja, weiß ja jeder, dass man zum Ringaufbau zum Beispiel einen Bolzenschneider braucht. Genau. Sehr logisch.
Ja, zumindest war das Match wirklich unter aller Sau und Biss holte den Pinfall gegen AJ Styles, der sich derzeit auch für jeden hinlegen muss und ja. Gut, ja, Biss also Number One Contender an dem Tag geworden und der setzte am nächsten Tag den Number One Contender Spot gleich noch wieder aufs Spiel. Das wollte er allerdings selber. Nicht wie Christopher Daniels, der wollte das eigentlich nicht. Und ich hätte auch Daniels gegen Du Kurt sagst Engel. Auch immer am nächsten Tag, ne? Das ist ja völlig... Ja, weil die Tapings eigentlich am nächsten ja, Tag ich sind. Ja, ist das ja, aber... Ich hab's auch immer mit WWE und Raw so im... Ja, eben, deswegen, daher kommt das, ja. Wenn man das einfach so gewöhnt ist. Ja, nach Pay-Per-Views ist einfach gleich am nächsten Tag. Richtig. Aber... Gut. Ja. Das war Schwachsinn so. Dann kam's zum Main-Event. Der eigentlich recht stark war, meiner Meinung nach. Also ja. Vom Wrestlerischen war der fast das beste Aufeinandertreffen von Joe und Engel. Obwohl man sehr viel gleiche Szenen und Parallelen gesehen hat wie in den ersten drei Kämpfen. Aber das Finish. Das war vorhersehbar. Das war vorhersehbar. Richtig. Und da regt es mich auf, dass TNA so scheiß Entertainment orientiert ist. Vor allem, wie ignorant jetzt Kurt und Karen Engel auch noch sagen, oh, wir haben euch alle aufs Kreuz gelegt. Ja. Das ist ein Unsinn. Also, dass wir beide schlauer sind als Samoa Joe, das war mir ja schon immer klar. Aber, dass die das so breit treten, dass die tatsächlich so tun, als... wäre das nicht völlig klar gewesen, dass Karen zurückturnt. Ja, was sollen wir denn machen? Was soll Engel denn sagen? Ja, war ja sowieso vorher klar, dass meine Frau zu mir hält, aber Joe ist halt so blöd und glaubt das. Ja, wäre noch was gewesen, eigentlich eine Möglichkeit. Stimmt eigentlich. Egal, zumindest finde ich es verdammt schade. Warum muss TNA so für scheiße Entertainment orientiert sein? Mein Gott, man baut hier ein Match auf seit Oktober 2006, also bald einem Jahr, 10 Monate lang. Man lässt die mehrere Male gegeneinander antreten, man lässt die miteinander teamen. Eigentlich die längste Dauertouch-Fehde. Ja, Dauertouch-Fehde, kann man fast echt sagen. Man setzt alle bekloppten Scheiß-Titel aufs Spiel, selbst einen Titel, den Engel eigentlich gar nicht tragen darf. Und dann lässt man das Match entscheiden durch einen Eingriff von Karen Engel, die vorher in irgendeiner Soap wahrscheinlich mitgespielt hat, deshalb so schauspielerisch talentiert ist. Ist wirklich sehr gut. Die ist wirklich verdammt stark, aber trotzdem dann durch so ein Finish, so ein Main-Event, so einen wichtigen Main-Event zu entscheiden, ist echt unter aller Sau. Echt, und das versaut so einen Kampf einfach, der eigentlich richtig stark war. Schade. Ja. Obwohl man natürlich immer sagen muss, wie lange will TNA das Ganze aufziehen? Kurt hat doch gesagt, Karen und er seien das stärkste Ehepaar im Wrestling-Business. Und das ist ja schon irgendwie eine Anspielung auf Man Helmsley. Richtig. Ne? Ja. Und wenn du dir überlegst, Armageddon 99, als Steph geturnt ist, das war auch ein riesiges, wichtiges Match. Ja. Und überhaupt, für wie viele Titel Verteidigung und Titelgewinne war denn Steph auch verantwortlich von Triple H? Das stimmt. Und man hat auch mit Karen Engel auf jeden Fall jemand Gutes gefunden, finde ich. Hätte ich nie gedacht. Ich frage mich, wo die Frau die ganze Zeit gesteckt hat in den letzten Jahren. Sie ist ja noch nicht so erst seit gestern verheiratet. Da muss doch einer mal auf die Idee gekommen sein, dass die Frau wahnsinniges Talent hat. Ich weiß das auch nicht. Also mein erster Gedanke war, das kann nicht die echte Frau von ihm sein, aber es ist es ja nun mal offensichtlich. Und ich meine, die hat alles. Ich meine, du kennst das ja zum Beispiel von Eddie Guerrero zum Beispiel. Der hat zum Beispiel eine Frau, die ich normalerweise nicht ins Fernsehen stellen würde. Jetzt sage ich mal, weil man hat ja als... Thank you. Ja, als Wrestling-Fan und denke ich mal auch als Promoter hat man den Anspruch, okay, wenn ich eine Frau da irgendwie hinstelle, dann muss sie jetzt eine geile Tuse sein. Sage ich mal. Gut aussehen. Am besten noch irgendwie eine große Körbchengröße und gutes Schild. Hast du denn gegen Vicky Guerrero? Nein. Ja, so ist es aber doch. Und normalerweise... Die hat kein Körbchen mehr, die hat... Ist ja egal, von mir aus kann sie selbst, was weiß ich, für ein Turbobusen haben, aber zumindest... Du hast eben gesagt, dass das wichtig ist. Ja, unter anderem. Aber ich meine, Karen Engel, normalerweise kenne ich das bei vielen Wrestlern, dass die Frauen nicht unbedingt so aussehen, dass man die unbedingt in den Ring stellen sollte. Karen Engel kriegt ja erstmal Anschiss von diesem komischen Sting. Ja, aber Karen Engel, ich wollte nur sagen, die hat alles, ich finde, sie sieht top aus, die kann sprechen, die hat Charisma, die kann, ja, ich weiß, wie ich das meine, ja. Die kann alles authentisch rüberbringen. Du glaubst das, was sie denkt. Wenn du denkst, sie hat Angst, dann, wenn sie zeigen will, dass sie Angst hat, dann glaubst du, dass sie Angst hat. Und zwar von Anfang an. Ja. Sie ist seit ein paar Wochen dabei und hat irgendwie schon alle Facetten ihres Könnens gezeigt und
möglicherweise zumindest. Also ich weiß nicht, was die Frau noch alles kann. Wer weiß, dass sie noch alles kann. Bald fängt ihr an zu wresteln und... Ja, und wrestelt... Out-wrestelt Gail Kim oder so. Ja. Ja, Kurt Angle auch noch, ja. Ja. Und wenn man sich anguckt, wie lange gewisse Frauen bei der WWE unter Vertrag sind zum Beispiel. Und was die alles nicht können. Ja, die kann schon viel mehr. Die kann zumindest gut reden und hat einen guten Charakter und so. Ich wollte nur sagen, bei Vicky Guerrero, die steht ja sowieso nur wegen Eddie Guerrero dort. Sonst hätte sie nie einen Platz im Fernsehen bekommen. Wahrscheinlich. Und vielleicht, weil Vince ein gutes Herz hat und sagt, komm jetzt ins Fernsehen, kriegst du noch ein bisschen Geld. Vince hat ein gutes Herz? Soll er manchmal haben, aber das ist auch nicht so an vielen Tagen. Manchmal schon. Na. Ja, gut. Das ist ja für mich bisher ganz ehrlich, wenn es zum Mooney Award geht, Karen Angle fast die positivste Überraschung des Jahres 2007. Die Neuentdeckung 2007. Oder fällt dir jemand anderes ein, neben Cody Rhodes? Du meinst, es ist liegenübergreifend? Pac-Man Jones natürlich mit seinen Streichholzbeinchen. Ja, Pac-Man Jones. Ein Riesentalent. Er hat auf jeden Fall das Talent dazu, der Flop des Jahres zu werden. Ja. Wenn nämlich jetzt alles floppt und die Buy-Rates genauso niedrig bleiben, weil ich würde mir nie wegen... Würdest du dir ein Wrestling-Pay-Per-View eher bestellen, wenn jetzt Michael Ballack da im Ring stehen würde? TNA kriegt das Geld nie wieder raus, sage ich. Von Michael Ballack jetzt? Und von Pac-Man. Ach so. Aber gut, ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt... Ich überlege gerade mal. Aber du würdest dir bestimmt... welche Sportart magst du gar nicht? Golf. Golf. Wenn also du jetzt, im Fernsehen kann ich wenn du nicht jetzt, angucken. Wenn du jetzt jetzt irgendwie ein Golfspiel sehen würdest, wo irgendwie alle WWE-Worker gegen TNA-Worker antreten, dann würdest du es angucken, oder? Ja. Gut. Ich auch. Und die gleichen Gedanken haben sie wahrscheinlich bei Pac-Man Jones auch. Okay, wenn Pac-Man Jones dabei ist, dann gucken die Fans wahrscheinlich zu von der NFL. Was aber Schwachsinn ist, weil Pac-Man Jones ist ja voll unbeliebt. Nicht mal in seinem eigenen Team. Die Tennessee Titans können den Mann ab. Deshalb ist er auch ein Jahr suspendiert. Wie kann man einen Mann verpflichten, den keine Sau interessiert? Ich meine, bei Kevin Federline, da war zumindest das Medieninteresse viel größer. Ja, oder bei Tyson damals. Ja, Tyson, klar. Aber das war auch ein Star, mein Gott. Das war ein reiner Boxfeldmeister. Ja, ja. War ein reines Tier. Ja. Und Tyson und, ist der Hammer. Ich meine, Tyson und Holyfield waren jetzt in einem Wrestling-Ring schon gewesen. Ja, und Butterbean. Und Butterbean mit einem grandiosen Kampf gegen Bart Gatton. Ja. Ja. Und Mark Merrow. Ach, gegen ihn hat er auch gekämpft? Ja. Oh, cool. Alles klar. Hat nicht Butterbean nochmal gegen The Miz oder so angetreten? Oder gegen Daniel Pewter oder so? Oder hat nicht irgendein Boxkampf stattgefunden mal? War Tough Enough? War nicht sogar Butterbean mal beim Angle Invitation? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Butterbean war überall. Er ist ja echt eine Butterbirne. Gut, Bohne. Ja, egal. Butterbirne, klingt besser. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt Hard Justice ausführlich reviewed mit einigen Anekdoten aus anderen Zeiten. Und ja, machen wir sagen, eine kleine Pause. Eine Pause. Und danach... Gibt's noch was von Anfall, oder? Nochmal? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ihr werdet ihr sehen. Ich bin gespannt darauf, was Herr Frank sich jetzt aus seiner Musikkiste schnappt. Bis gleich. Bis gleich. Dress is a liar that looks like you. Still everybody's following you to the edge. Under your stress is a diver, a dead sailor. Joe.
Willkommen zurück beim Moon Talk. Es geht jetzt weiter mit No Surrender. Noch nicht ganz, da muss ich korrigieren. Denn wir müssen noch, richtig, wir müssen noch das Tippspiel auswerten. Richtig. Gut, dass ich dich habe. Genau, das höre ich gerne. Ja. Wir haben beide auf Harris getippt, das ist richtig. Es steht 1-1. Ich habe auf LAX getippt, du hast auf WKM getippt. Es steht damit 2-1 für mich. Nee. Doch. Da fängt das doch schon mal an. Du kannst dich immer diskutieren, das sind offizielle Tatsachenentscheidungen. Das hast du mir von 2 Monaten schon mal erzählt. Wir werden ja gleich sehen, wie das ausgeht. Young haben wir beide getippt, das war falsch, weil Loot hat gewonnen. Immer noch 2-1 für mich. Ah. Motor City Machine Guns haben wir getippt, beide falsch, immer noch 2-1 für mich. Wir haben beide auf Storm getippt, 3-2 für mich. Du hast auf die Stylers getippt, ich auf Team 3D, 3-3. Du hast auf Abyss, Ding und Pamela Anderson getippt, genauso wie ich auch. Allerdings hast du darauf getippt, dass Ding den Pinfall holt. Und ich habe darauf getippt, dass Abyss den Pinfall holt. Deshalb kriege ich 2 Punkte und du 1 Punkt. Deshalb führe ich damit jetzt 5-4. Und wir haben beide auf Engel getippt, hatten damit beide recht. Und damit habe ich das Tippspiel mit 6-5 gewonnen. Also es ist unentschieden. Nein, es ist 6-5. Es ist unentschieden. Es ist 6-5. Es ist 6-5. Ich bring Hector Guerrero nochmal um. Und wenn die nicht bald aufhören hier mit irgendwelchen Explosionen da draußen. Das ist, ja. Wie gesagt, 6-5 habe ich gewonnen. Ich gehe wirklich zu Hector Guerrero und hau ihm eine runter. Da macht das, das würde mich sogar freuen. Vielleicht fällt der alte Mann dann endlich um. Mal wieder ein weiterer Sieg für mich. Den nächsten Sieg hole ich mir jetzt nämlich auch noch. Im No Surrender Tippspiel. Yeah, baby. So. Ja, fangen wir von unten mal an, würde ich sagen. Liebe Hörer, jetzt wissen wir auch, wie eine Mischung aus Jim the Anvil Neidhart und Oliver Pocher klingen würde. Mach ruhig weiter, lass dich nicht stören. Gut, ich frage mich gerade. Dann fangen wir mal gleich an. Mit dem nächsten Tipp, No Surrender. Wir fangen mal unten an, wie ich gesagt hatte. 10 Team Gauntlet for the Number One Contendership. Und ja, so ein Quatsch. Das sind dafür potenzielle gute Matches drin. Tja, zumindest der Sieger trifft bei Bound for Glory auf den Sieger aus Angle und Sting gegen Team Pac-Man. Gut, dann kann es ja schon mal nicht mal AJ und Tomko sein, weil AJ ja bei Bound for Glory auf RVD trifft. Deine Meinung. Wir können ja die Teams ja erstmal durchgehen. Voodoo Kin Mafia gewinnt. Sind derzeit recht involviert in der ganzen Geschichte, muss man sagen, was auch Tag-Team-Titel angeht und Fäden allgemein, Tag-Team-Division. Gewinnchance haben sie auf jeden Fall. Genauso wie LAX. Die ebenfalls involviert sind in der ganzen Geschichte. Team 3D auch. So, wieso denn Sanjay Dutt und PD Williams? Weil man 10 Teams zusammenwürfeln musste und PD Williams lange nicht mehr im Ring stand. Das ist doch grausam! Ja, musst du mir nicht erzählen. So, ich würde sagen, die ersten 3 Teams haben auf jeden Fall die größten Gewinnchancen. WKM, LAX, Team 3D. So, und dann Außenseiterchancen Motor City Machine Guns Triple X. Lance Hoyt und Jimmy Rave. Also ja, Debüt von Jimmy Rave. Ja, aber das geht noch, weil Hoyt und Jimmy Rave sollen im nächsten Team auch bilden. Aber das ist doch auch schrecklich. Entschuldigung. Egal, dann sind noch dabei, wie gesagt, also Motor City Machine Guns, Triple X, AJ Styles und Tomko, Sonja Dutt, BD Williams, Raven und Havoc, auch im, naja, gut. Serotonin immer noch, Eric Young und Sharkboy und Lance Hoyt und Jimmy Rave. Du tippst also auf VKM, richtig? Richtig. Ja, oder soll ich jetzt auf Lance Hoyt und Jimmy Rave tippen? Nee, glaube ich nicht, nur weil die debütieren, hat nichts zu sagen. Na gut. Würde ich sagen. Ich bleib bei VKM. Gut, ich tippe jetzt auf LAX. Achso. Ach ja, hast mir ja deine Theorie schon erzählt. Richtig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ich muss eigentlich meinen Tipps sollte ich eigentlich bei Moontip sollte ich die ähnlich machen, wie ich das bei Moontip gemacht habe. Deshalb öffne ich mal ganz schnell die Moontip Liste. Da bin ich irgendwie auf Seite 1. Da, wo ich hingehöre. Clocky? Nein. Da! Habe ich auch auf LAX getippt. Gut, dann können wir auch hier gleich weitermachen. Mit einem riesen Bitte. Obwohl, dann mach ich das weg, weil sonst orientierst du dich an meinen Tipps.
Nö. Chris Harris gegen Black Rain, das Rematch, diesmal No Disqualification, also es können keine Referees kommen, die versuchen Black Rain aufzuhalten. Weiterentwicklung der Fehde hat nicht wirklich stattgefunden, es gab lediglich ein paar kleine Clips von Black Rain, wie gesagt, Dustin Rhodes stand mal... Ja, Black Rain muss mal gewinnen. Dustin Rhodes stand mal einfach im Publikum und Chris Harris hat mal eine Promo gehalten. Du tippst also auf Black Rain. Ja. Ich tippe auf Chris Harris. Gut, nächster Kampf. War Machine Rhino gegen Cowboy James Storm. Da ist jetzt, das ist bereits das dritte Match der beiden. Zweimal hat James Storm recht, wie soll ich sagen, dominant gewonnen. Beim ersten Mal noch mit Hilfe mit Jacqueline und nach die Aftermatch-Szene war schon sehr, sehr böse. Ja. Und letzten Mal, ja, ohne eigentlich Hilfe von außen. Na gut, wenn man vielleicht Alkohol dazu zählt, hat er einen Freund gehabt, aber von daher... Das ist auch makaber. Von daher, ja, ich muss auf James Storm tippen. Das mache ich bei jedem Tippspiel. Denn James Storm gewinnt sowieso 90% seiner Kämpfe. Und wenn ich jetzt einmal Pech habe, ist mir das auch egal. Ich habe zumindest... Ich tippe auf Rhino. Du tippst auf Rhino, okay. Wenn der Weil tippt, er ja schon den EVP-Titel Ich könnte mich sogar damit abfinden, dass ich alle Tipps falsch habe. Telefon. Und nur der James Storm-Tipp richtig ist. Weil dann hätte James Storm gewonnen. Okay, geht gleich weiter. Ja. So, zurück beim Mutor. Kleines Telefonat mal nebenbei. Du hattest bereits auf Rhino getippt, ich auf James Storm, dann können wir gleich weitermachen. Und ja. Zwar mit Samoa Joe gegen The Instant Classic Christian Cage und das Aufeinandertreffen gab es ja bereits bei Destination X. Damals war Christian Cage noch World Champion und Christian Cage besiegte auch Samoa Joe. Das ist auch so ein Match, da wusste man nicht, was man mit den beiden anfängt. Und damals war es aber spannend, oder? Könnte man ein gutes Number One Contender Match jetzt draus basteln. Ja. Damit es vielleicht irgendwann endlich mal Samoa Joe gegen Kurt Angle gibt. Ich warte auch sehnlichst drauf. Ja, es ist ein Match, das ich unbedingt mal sehen möchte. Rematch of the Decade, wenn es das irgendwann mal gibt. Nee, Joe gegen Abyss könnte man eigentlich nochmal machen, oder? Könnte man machen, hat man echt nicht gemacht. Man hat auch nie Joe gegen Rhino wirklich in einem Singles-Match gemacht. Außer jetzt mal bei Impact, aber hätte auch Potenzial gehabt. Gut, okay, zumindestens... im März fand ich das Match schon verdammt stark. Immer noch einer meiner TNA Match of the Year Kandidaten, weil es verdammt stark am Main Event war. Fast eine halbe Stunde lang und verdammt spannend. Und Christian gewann das Match ja ohne Eingriff von fremder Hilfe, weil Jim Cornette ja, glaube ich, vor dem Match noch gesagt hat, es darf keiner eingreifen und so weiter. Und Cage hat sich überlegt, wie kann er das Match nur bestehen? Nee, ganz anders. Das war ja auch der Tag, wo AJ zum Beispiel das Elevation X-Match verloren hatte, gar nicht eingreifen konnte. Ich glaube, Tomko wurde noch von Abyss zerstört und er stand ganz alleine und Steiner wollte ihm gar nicht helfen, weil er selber genug zu tun hatte mit Engel und Cage war komplett auf sich alleine gestellt. Es war verdammt spannend und ich dachte wirklich zeitweise, dass Joe Champion wird. Das dachte ich teilweise auch noch ein halbes Jahr danach, aber immer wurde ich enttäuscht. Gut, zumindest, ich glaube hier ganz ehrlich, dass Samoa Joe auch den Sieg davon tragen wird. Ja. Du tippst auf Joe. Ja. Ja, Christian dominiert die Fehde. Joe bräuchte eigentlich den Sieg. Tippe ich auch. Gut, Samoa Joe ist übrigens am 15.09. auch noch in Oberhausen zu Gast. Wollte ich nur sagen, kurz. Gut, Robert Root gegen Kazarian. Gab's einen kleinen Aufbau auf jeden Fall. Es gab ja das Match Robert Root gegen Kazarian in der zweiten Woche nach dem Pay-Per-View von Hard Justice als Singles-Match und letztendlich hatte Root das, glaube ich, auch gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Aber nach dem Match gab es irgendwie noch Streitereien zwischen Root und Kazarian, zwischen Root und Tracy und dann hat sich ja Kazarian auf die Seite von Tracy gestellt und nochmal gezeigt, wie man eine Frau richtig behandelt und ihr ein Küsschen auf die Wange geschenkt. War das nicht schön? Ja, sie hat sich gefreut wie sonst was. Man hat ihre Freude wirklich ihr angesehen, ja. Durch den Bildschirm gespürt. Ja, ich fühlte mich auch. Ganz toll. Ja, richtig. Mir wurde auch schon warm ums Herz. Ja, Robert Root gegen Kazarian, noch eine interessante Paarung eigentlich. Zwei TNA-Eigengewächse, will ich jetzt mal so sagen, weil Kazarian gab es zwar kurz auch mal bei Velocity, aber ursprünglich war der ja eigentlich immer TNA, also 2003 zumindest. Und ja, deshalb... PWG. Ja, PWG auch, aber
ich sehe ihn trotzdem eher als TNAler als PWG, Mann. Weil er immer eigentlich bei TNA war. Na gut. Besonders 2003. Ich tippe ja auf Kazarian, denn theoretisch könnte man es ja wieder so machen, dass Tracy zurück zu Root turned, aber dann hätte man genau die gleiche Szene wie bei Kurt und Karen Angle. Das wäre ein bisschen langweilig. Richtig. Deswegen kann hier Kazarian eigentlich mal einen Sieg gebrauchen. Besonders, weil ja auch Kazarian und Tracy Brooks eine Vergangenheit miteinander haben. Ich meine, Tracy Brooks hat für richtig lange Zeit ja das Team zwischen Michael Shane und Frank Kazarian gemanagt. War ja ach, mit diesem Double-Turn von und den dann, ja, richtig. Und der Double-Turn kam ja dann auch nochmal. Es war ja zuerst dann noch einmal Trinity auf der Seite von Shane und Kazarian, aber dann ist sie ja wieder zurückgeturnt und das Team war wieder da in der alten Besetzung. Von daher ist Tracy, glaube ich, Kazarian noch ein Begriff zumindest. Sie sollte ihn noch kennen und ist eine nette Geschichte. Könnte man was draus machen, auf jeden Fall. Ich tippe hier auch auf Kazarian, weil ich glaube, dass die Fehde weitergehen wird. Dass es bei dem Match nicht bleibt. Also sind wir beide auf Cass, ne? Aber ich glaube ich... Ja. Oder habe ich, wenn ich das natürlich im Cybert anders getippt habe, muss ich meinen Tipp revidieren. Habe ich getippt. Oh. Dann tippe ich auf Root, wenn ich das jetzt nicht stört. Tipp ich auf Root. Ja, kannst du gerne. Gut. Muss ja meinen Tipps treu bleiben. Gut. It doesn't make dollars. Gut, mache ich einfach hier jetzt weiter. Jay Lethal gegen Kurt Angle. Doesn't make sense. Jay Lethal gegen Kurt Angle. Ich tippe auf Kurt Angle. Ich tippe auf Jay Lethal. Also ich kann es gleich schon mal sagen, ich tippe in jedem Titelmatch auf Angle. Deshalb gebe ich dreimal jetzt Angle hier ein. Du tippst auf Liesel, so. Können wir gleich mal das zweite Match durchgehen? Weil er erst den einen Titel verliert, dann den anderen und dann natürlich Angst hat um seinen World Title, ist doch ganz klar. Und den er behält. Ja. Das bringt Theorie auch ein bisschen, ist gut. Ja, dann das bringt auch ein bisschen Wind in die X-Division. Das pusht leider Team Pac-Man. Was ja aber durchaus sein muss. Obwohl Ron Killings trotzdem genial ist, finde ich derzeit in seiner Rolle. Den muss man da jetzt irgendwo richtig rausnehmen. Ich finde, gegen Killings habe ich auch nichts. Aber was sollen denn Angle und Sting weiter mit dem Tag Team Gürtel? Ja, richtig. Das ist so ein typisches WWE Tag Team, wenn man gerade mal. Das ist ja wie Matt Hardy und MVP. Ja, gut. Oder John Cena und Shawn Michaels. Ja. Big Show und Kane. Und solche Tag Teams. Mag ich auch nicht. Besonders weil man ja eigentlich gute Tag-Teams eigentlich, ja, zumindest eine Masse an Tag-Teams hat, die den Gürtel auch halten können. Gut, da zählen vielleicht Sharkboy und Eric Young nicht dazu, aber man hat ja noch andere Teams. Naja. Gut. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Liesel Kurt Angle pinnt. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass Angle das zulässt. Von daher tippe ich auf Angle, ist egal. Ich habe meine Top-Punktzahl hier auf Angle gesetzt, von daher. Weiß Bescheid. Na gut. Gut, Tag Team Title Match. Team Pac-Man, wir haben es heute oft genug angesprochen. Adam Pac-Man Jones und Ron Killings gegen Sting und Kurt Angle. Vielleicht, Stingle quasi. Ja, und Adam Pac-Man Jones kriegt wirklich in seinem ersten Wrestling Match aller Zeiten wahrscheinlich schon die beiden größten TNA Stars. Vom Namen zumindest her. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass Stingle den Titel weiter brauchen. Und gut. Pac-Man kriegt ja sowieso alles in den Arsch gestopft. Gut, dann tippst du auf Team Pac-Man. Guck mal, da haben wir so viele Unterschiede in diesem Tippspiel, glaube ich schon. Wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Unterschiede. Also ich glaube, wer hier gewinnt, das kann ein richtig heftiges Ergebnis werden. Wenn ich alle Tipps richtig habe, dann kannst du viel schwer mit 8-1 verlieren. Oder, naja gut, 8-1 nicht. Oh, 6-2 vielleicht. Also, mal gucken. Kurt Angle gegen Abyss. Kurt Angle. Da tippe ich, habe ich auch schon drauf getippt. Das ist ja einfach. Ja. Muss aber sagen, dass die einzelnen Titelfäden, also beziehungsweise die Matches, die um die Titel aufgebaut sind, nicht so wirklich aufgebaut wurden, sage ich mal. Also jetzt die einzelnen Duelle untereinander finde ich nicht wirklich. Angle hat sich immer noch mehr um seine Frau geschert und um die ganze Geschichte mit den Steiner Brothers noch in der ersten Woche, wo er dann das Handicap-Match hatte. Ja, und das war ja auch überflüssig. Und, ach, hast du nicht gesehen. Ja, Liesel gegen Angle wurde gar nicht aufgebaut. Jetzt gut, vielleicht mit dem Main-Event noch von Impact und dem Tag-Team-Match hat man das vielleicht noch ganz gut gelöst. Abyss durfte noch mal Angle pinnen vor dem Pay-Per-View, war auch noch in Ordnung, aber ja. Es dreht sich eigentlich nicht so über die Gegner, die Angle an den Abend hat. Es dreht sich eigentlich alles darum, dass Kurt Angle an einem Abend 3 Kämpfe bestreiten wird und alle seine 3 Titel aufs Spiel setzen wird. Und du hast doch eine Statistik für uns.
Ich habe eine kleine Statistik, ja. Kurt Angle musste ja schon mal 3 Matches bestreiten an einem Abend. Und, ja, das war beim King of the Ring 2001. Nein, war es nicht. Nicht? 2000 oder nicht? Das meine ich doch nicht. Da war er ja selber King of the Ring. Ja, natürlich. Aber 2001, da war er im King of the Ring Turnier und hatte außerdem noch einen Street Fight gegen Shane McMahon. Also er war da auch in mehreren Fäden und in mehreren Matches involviert. Ich meine jetzt nicht das Turnier als solches, das er bestritten hat. Okay. Da muss ich mich bei dir entschuldigen. Hat er Viertelfinal-Matches bestritten, oder was? Viertelfinale, Halbfinale und den Streetfight? Nee, Halbfinale, Finale und den Streetfight. Ach, Engel war noch im Finale, ja, ne? Ja. Gegen Edge, ne? Entschuldigung, er hätte zweimal hintereinander King of the Ring werden können. Das hätte auch keiner schaffen können. Ja, hast recht. Ja, gut, dass ich dich habe. Du kannst gut nachdenken. Guck, habe ich jetzt auch was Nettes gesagt. Ja, danke schön. Ach, wir schmieren uns heute aber auch wieder Honig in die Nase. Ja, ich bin auch schon ganz geil geworden. So, dann gibt es noch Suspendierung bei der WWE. Die Wellness Policy setzt sich langsam durch. Man kriegt langsam mit, jeder schluckt was. Wer am meisten schluckt, wird suspendiert. Und wer schon ganz viel Scheiße gebaut hat, der wird einfach nicht mehr suspendiert. Wie zum Beispiel Randy Orton, der darf in Taschenkerken Steroide nehmen und Backstage kiffen. Aber der Mann wurde ja schon dreimal suspendiert. Da wird und gesagt, Hotelzimmer auf links drehen. Genau. Da wird aber gesagt, nein, den suspendieren wir nicht. Der wurde auch schon suspendiert, der arme Junge. Ja, der ist auch bestimmt Vince Sohn. Anstatt jemand mal zu feuern, ganz ehrlich. Ich meine, jetzt würden mir vielleicht einige Leute wieder unterstellen, dass ich den gerne bei TNA sehen würde, aber das ist nicht der Fall. Nee, so ein Chris Masters muss ich nicht bei TNA sehen. Aber Randy Orton muss man ganz ehrlich feuern. Ich meine, der leistet sich ja nur noch irgendwelche Dinge. Kann ja nicht wahr sein. Andere Leute sind auch davon betroffen. Booker T zum Beispiel, einer der größten Namen noch auf dieser Liste, der auch suspendiert wurde. Ja, den hätte man da jetzt irgendwie nichts auf der Liste gehabt, oder? Ja, weiß man nicht, ne? Das ist immer so eine Geschichte. Chris Masters ist natürlich schon William Riegel, dabei. Der kaum Matches bestreitet. Wobei man den, glaube ich, ganz ehrlich, wo ich da denke, dass der bestimmt noch wegen seiner vergangenen Krankheit, der hat ja diese schwere Krankheit gehabt, wo man gar nicht wusste, ob der nochmal zurückkommt oder ähnlich, dass er da vielleicht noch irgendwelche Schmerzmittel nimmt oder ähnliches. Wo irgendwelche Substanzen drin sind oder was weiß ich. Hätte ich auch nie gedacht, dass William Riegel, also klar. Wer ist denn noch dabei? Kennedy! Mr. Kennedy. Der wurde aber nicht suspendiert, oder? Der hat ja auch schon offiziell zugegeben. So irgendwie noch nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie er jetzt weiter in der Vince-Storyline involviert ist. War das jetzt ein Schritt zurück oder ein Schritt weiter vor diese Szenen, die wir bei Raw gesehen haben? Das weiß man eben nicht. Man muss warten, wie sich das weiterentwickelt. Also ich würde es Kennedy auf jeden Fall wünschen, dass er so oder so einen großen Platz in den Shows hat. Natürlich muss man bei ihm genauso rigoros sein und genauso die Regeln beachten wie bei allen anderen, das ist klar. Es wäre nur sehr schade, weil ich glaube, dass Kennedy tatsächlich die Zukunft der WWE ist. Ja, definitiv. Ja, dann war Santino Marella, war auch noch mit dabei in dem Club der Suspendierten, genauso wie der aktuelle ECW World Heavyweight Champion John Morrison, der ja den Titel verloren hat und nicht mehr der aktuelle Champion ist, sondern CM Punk ist es. Ja, dann einer, dem man das auch nicht gedacht hätte, Umaga. Also, ja, das ist natürlich... Ja, man weiß natürlich immer nicht ganz genau, ob die Leute halt dieses Zeug halt immer nur nehmen, um unbedingt Muskelmasse aufzubauen, beziehungsweise man kann das natürlich auch nehmen, Muskelmasse aufzubauen. Nee, das meine ich jetzt auch nicht so, also ich meine jetzt so vom Typ her, also Leute, die wirklich als Monster dargestellt werden, er macht komische Geräusche und läuft immer den Leuten mit seinem Hintern ins Gesicht und so, Das ist einfach unnötig. Und der wurde ja von Triple H auseinandergenommen. Meine Güte, sowas habe ich ja noch nicht gesehen. Tja, der durfte sich wahrscheinlich daran erfreuen, dass er mal wieder jemand squashen durfte. Aber Triple H ist natürlich zurück. Und der nimmt sowas. Ja, aber wie? Ach, Triple H nimmt nix. Nein. Sonst wäre der doch durchgefallen durch den Test. Oder glaubst du, dass der... Wer veranstaltet denn den Test? Dass der Schwiegersohn da auch nicht mitmachen muss. Wer veranstaltet denn den Test? Er selber. Wie er selber? Über ein paar Ecken, oder? Ich habe keine Ahnung.
Wer war denn noch davon betroffen? Ich überlege nämlich gerade. Da gab es doch noch weitere. Da waren noch 11 Leute oder so auf der Liste, oder? Ich glaube 10. 10. Ja, zumindest kann man noch sagen, zum Beispiel... Chris Masters ist 60 Tage suspendiert. Ja, das ist wir. Kurz vor der Kündigung. Mhm. Eugene war doch auch dabei, der jetzt gefeuert wurde zum Beispiel. Aufgrund dieser Tatsache, weil er ja schon mal negativ aufgefallen war. Ja, Crime Time, aber nicht deswegen. Richtig, Crime Time wurde entlassen wegen einer... Wegen unprofessionellen Verhaltens im Ring. Referee, glaube ich, ja, und abgesprochen sonst? Attackiert. Tja. Ebenfalls gekündigt haben soll Ric Flair, der allerdings gar nichts damit zu tun hat, also weder mit Steroiden noch mit der unprofessionellen Verhalten, sondern der ist sehr, sehr unzufrieden mit der Art und Weise, wie er derzeit eingesetzt wird. Der sieht von Natur aus wie eine Handtasche, genau. Nein, aber man kann es ja teilweise doch verstehen. Ric Flair hängt ja in der Luft. Du möchtest das wahrscheinlich, du siehst das wahrscheinlich gerne, aber ich meine, der Mann möchte seine Karriere beenden und setzt sich, sehe das einfach jetzt mal objektiv. Ich möchte auch, dass er seine Karriere beendet. Siehst du. Sehe das einfach mal objektiv, sage ich mal so, du hast irgendwie 40 Jahre in diesem Business gearbeitet, hast viel fürs Business getan, hast viel vom Business bekommen. Danke. Beendest jetzt deine Karriere. Nö. Ach so, du sprichst von Stell dir das vor. Ja. Du bist jetzt Flair. Ich weiß, die Vorstellung ist für dich ziemlich grausam. So, ich gehe dann mal raus und... Okay, stell dir vor, du bist eine Legende, verdammt nochmal. Eine Legende ist jeder gerne. Ja, ist man. So, du hast 40 Jahre den Arsch dir aufgerissen, hast viel vom Wrestling bekommen und hast auch viel fürs Wrestling gegeben, etc. Hast viele Pay-Per-Views geheadlined und bist in aller Munde, weil dich jeder kennt. Und dann möchtest du endlich deine Karriere beenden. Und dann hat niemand einen Plan für dich und lässt dich in der Luft hängen und lässt dich gegen den 2,80 Meter Riesen zerstören und man hat keinerlei Storyline. Da würdest du auch sagen, so möchte ich nicht abtreten. Ich habe vielleicht nicht mehr lange, wo ich noch im Ring stehen kann, weil ich alt bin. Da möchte ich lieber jetzt irgendwie eine gute Storyline haben und gut abtreten. Deshalb hat wohl Ric Flair jetzt gekündigt, weil er nicht zufrieden ist. Obwohl ich immer noch glaube, dass die WWE sich noch mit ihm einigen wird. Ja, ziemlich viel passiert auf jeden Fall für die WWE. Eine harte Geschichte, weil sie sehr, sehr viele Ausfälle zu kompensieren haben. Mein Gott. Ich meine, Jeff Hardy ist jetzt IC-Champion geworden, richtig? Ja. Finde ich sehr lustig. Weil er ja auch erst suspendiert war. Ein Suspendierter kommt zurück, um einen neu suspendierten den Gürtel abzunehmen. Also irgendwie, ja. Ja, aber wer hätte denn sonst IC-Champion werden sollen? Kalito, hallo. Kalito. Der ist ja neues Mitglied der Haircut Crew. Der sieht ja so unmöglich aus. Hat er sich jetzt die Haare geschnitten? So halb. Wieder so ein bisschen kürzer, oder was? Ja, er sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus. Das hat er doch schon mal, glaube ich, gemacht. Dann so ein bisschen Schnurrbart, also irgendwie sieht er sehr merkwürdig aus. Egal, Kalito ist cool. Aber Kalito wäre eine Alternative gewesen. Bald kann er bei... Wie Shelton oder Charlie Haas hätte man auch nochmal machen können. Einfach Shelton, der hat ja jetzt blonde Haare. Meine Güte. Sieht ja aus wie der Franzose Cissé bald. Oder sieht er vielleicht aus? Ich muss Raw gucken, wie gesagt, aber bis zu SummerSlam Nachbetrachtungsausgabe und aber an vorgegebenen Tippspielausgabe habe ich natürlich alles gesehen. Und ich bin gespannt, wie die WWE das jetzt alles kompensieren wird, die Ausfälle. Und es gibt noch eine andere positive Nachricht, und das ist zwar, die ist folgendermaßen, das WWE-Magazin kehrt zurück. Nach Deutschland. Richtig. Und zwar nach, am 19. Oktober. Nach 7 Jahren, glaube ich, oder so, nachdem das WWE-Magazin eingestampft wird, kommt es zurück. Ja. 19. Oktober. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, es wird jetzt sich nicht um das Raw oder SmackDown Magazin oder um sonst irgendwas handeln, was irgendwie einfach übersetzt wurde, sondern es soll schon eine für den deutschen Markt konzipierte Ausgabe sein. Ja. Also es soll auf jeden Fall auf den deutschen Markt zugeschnitten sein. Wie das jetzt genau aussehen soll, das werden sich die Herren Stach und Kopp sicher noch ausdenken, beziehungsweise werden sie... Aber auf jeden Fall werden wir natürlich auch Inhalte lesen können in dem Magazin, die es auch in der US-Ausgabe gibt, natürlich in der übersetzten Version. Aber wie du schon sagtest, einige Artikel werden wohl dabei sein, die es nur exklusiv in Deutschland zu lesen gibt. Ja, und deshalb habe ich auch eine neue Aktion geplant, die allerdings erst ein bisschen später starten wird, nämlich ebenfalls auch
im Oktober, ich denke mal Ende Oktober, da werde ich mir nämlich persönlich, weiß nicht, ob du das auch machst, das neue WWE-Magazin immer mal zulegen und werde da mal reinschauen, euch erzählen, was ihr da so Schönes zu lesen bekommt, ob sich der Kauf lohnt, was sich vielleicht verändert hat zu den vergangenen Ausgaben. Und dann starte ich nämlich ein großes Revival. 1993 gab es ja das erste WWE-Magazin, glaube ich, in Deutschland, wenn ich mich nicht irre. Oder war es schon 92? 92, ne? Ich habe mein erstes von 93. Ja, zumindestens werde ich dann in das erste erschienene WWF-Magazin hineinschauen und dann werde ich auch wissen, wann das erschienen ist. Und das dann mal inhaltlich vergleichen. Richtig, inhaltlich vergleichen. Was gab es damals? Wie waren die Gimmicks? Was ist da passiert in dem Monat? Und Ergebnisse, Interviews, lustige Leserbriefe. Es gab ja noch zum Beispiel solche Kategorien wie, ihr könnt eure Liebesbriefe oder eure Liebesprobleme an Shawn Michaels schicken und der beantwortet eure Fragen oder die Fancorner. Und Alandra Blaze. Richtig, genau, es war großartig, was es da teilweise für lustigen Segmente gab und Sean, ich hab Pickel und bin 14 und hab noch keine Frau, ja, das hatte ich auch nicht, musst du selber klarkommen. Ist halt sehr schön, was man da so lesen kann. Hast du das damals ach nee, du warst zu jung. Ich war zu jung, ich hab's gelesen, sehr aufmerksam. Sean hat mir sehr geholfen in meiner Kindheit. Gut, das ist auch mal zu erfahren, ja. Ja, gut, darauf könnt ihr euch jetzt auch einstellen. Natürlich werden wir erstmal unsere Serie fortsetzen, die heißt die längsten und kürzesten und besten Matches. Die unterbewertetsten suchen wir jetzt erstmal. Richtig, genau. Aber nach dieser Aktion die nächste sonderbare Aktion, WWF-Magazin. Einmal im Monat wird das dann passieren. Da freue ich mich sehr drauf. Ich mich auch. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geht doch, ich dachte, das kommt gar nicht mehr. Ich sage auch bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.